Sind wir allein in diesem Universum? Was wäre, wenn es andere Parallelwelten gäbe, verborgen in den Tiefen des Kosmos? Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass unsere Realität nur ein winziger Teil eines viel größeren und komplexeren Ganzen ist. Ein Ganzes, in dem jede Wahl, jede Entscheidung eine unendliche Anzahl von Paralleluniversen hervorbringen könnte. Welten, die unserer eigenen ähneln, in denen unser Leben jedoch eine radial andere Wendung genommen hätte. Lieber Reisender, herzlich willkommen. Heute begeben wir uns auf eine unglaubliche Expedition, um Parallelwelten zu entdecken. Aber bevor Sie sich auf Ihr nächstes Abenteuer begeben, denken Sie daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit Sie nichts verpassen. Vielen Dank und gute Reise. Unser Universum ist unvorstellbar groß und umfasst Billionen von Galaxien, in denen jeweils Milliarden von Sternen beheimatet sind. Der Begriff Multiversum bezieht sich auf eine hypothetische Menge aller möglichen Paralleluniversen, einschließlich des Universums, in dem wir leben. Die Eigenschaften jedes Universums innerhalb des Multiversums, seine Struktur und seine Wechselwirkungen, hängen von den spezifischen Annahmen ab, die getroffen werden. Diese Universen werden oft mit verschiedenen Namen bezeichnet, wie zum Beispiel alternative Universen, Paralleluniversen oder Parallelwelten. Es handelt sich nicht einfach um verschiedene Galaxien, sondern um völlig unterschiedliche Realitätsbereiche. Jedes Universum kann durch seine eigenen physikalischen Gesetze, spezifischen Geschichten und unterschiedlichen Lebensformen charakterisiert werden. Die Science Fiction ist seit langem von der Idee der Multiversen und der Möglichkeit, eine unendliche Anzahl verschiedener Leben gleichzeitig zu führen, fasziniert. Diese Idee ist jedoch nicht mehr auf Science Fiction-Geschichten beschränkt. Heute stützen zahlreiche wissenschaftliche Theorien die Existenz von Universen, die parallel zu unserem eigenen existieren. Die mögliche Existenz des Multiversums wirft in wissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Kreisen eine Vielzahl von Fragen auf. Die Idee des Multiversums ist jedoch nicht ausschließlich modern. Sie hat ihre Wurzeln in antiken Philosophien und scheint erstmals im 6. Jahrhundert vor Christus bei Anaximander durch seine Überlegungen zum Konzept des Aperon oder Unbegrenzten entstanden zu sein. Anaximander stellt sich eine Reihe aufeinanderfolgender Welten vor, die jeweils durch ihre eigenen Eigenschaften in Bezug auf Qualität, Raum und Zeit gekennzeichnet sind. Dieser Gedanke findet sich, wenn auch in anderer Form, auch bei den führenden Persönlichkeiten des antiken Atomismus, wie dem griechischen Philosophen Demokrit, dem Vater des Atomismus, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Demokrit postulierte die Existenz einer unendlichen Anzahl von Welten, die sich in ständiger Bildung und Auflösung befinden und durch die zufällige Kombination von Atomen in einem Vakuum entstehen. Spätere stoische und epikureische Schriften vertraten ähnliche Konzepte, die jedoch weniger präzise waren als das Multiversum, das wir uns heute vorstellen. Im Mittelalter nahm die Frage nach dem Universum und seinen vielfältigen Formen eine theologische Wendung. Philosophen wie Thomas von Aquin diskutierten die Möglichkeit anderer Welten. Obwohl diese Perspektive oft zugunsten der Einzigartigkeit der göttlichen Schöpfung abgelehnt wurde, legte sie den Grundstein für eine umfassendere Reflexion über die Pluralität der Welten. Während der Renaissance wurde der Begriff der multiplen Welten von mehreren Denkern erforscht. Nicolas de Cusy stellte sich im frühen 15. Jahrhundert eine Vielzahl von Welten vor, jede mit ihren eigenen charakteristischen Merkmalen.
Giordano Bruno sprach in seinen kühnen Schriften von riesigen und unendlichen Welten. François Rabelais seinerseits stützte sich auf die Idee von Pétrone d'Imbert, um sich koexistierende Welten voller Magie und Mystik vorzustellen. Auch Leibniz stellte sich im 17. Jahrhundert mehrere Welten vor und trug so zur Vorstellung unseres Universums als die beste aller möglichen Welten bei. Diese Überlegungen führten den Begriff der Kontingenz innerhalb der definierten Möglichkeiten ein. Die wissenschaftliche Renaissance brachte eine neue Dimension in die Idee der Multiversen. Mit den Fortschritten in der Astronomie durch die Persönlichkeiten wie Kopernikus, Galileo und später Newton wurde das Universum in der kollektiven Vorstellung viel größer. Der Begriff Multiversum wurde erstmals 1895 vom amerikanischen Philosophen William James eingeführt, wenn auch in einem anderen Kontext. Das Konzept wurde später von Physikern übernommen, um die Existenz mehrerer Universen zu bezeichnen. Die Frage nach der realen Möglichkeit eines Multiversums wurde dann aufgeworfen. Im 20. Jahrhundert wurde das Konzept des Multiversums mit der Entwicklung der Quantentheorie und Everetts Arbeit zur Interpretation mehrerer Welten in der Quantenmechanik wissenschaftlich formuliert. Laut Everett schafft jede Entscheidung ein Paralleluniversum, in dem jede Möglichkeit verwirklicht wird. Ein starkes Argument für das Multiversum ist, dass diese Idee auf natürliche Weise aus mehreren mathematischen Modellen hervorgeht, die derzeit in der theoretischen Physik verwendet werden. Konzepte wie die ewige kosmische Inflation und Everetts Viele-Welten-Interpretation der Quantenmechanik deuten alle auf die Existenz vieler Universen hin. Diese verschiedenen Theorien legen auch nahe, dass das Multiversum in einer Vielzahl von Formen existieren könnte. Zum Beispiel könnten Universen durch große Entfernungen voneinander getrennt sein, sich in verschiedenen räumlichen Dimensionen befinden oder nur durch die Zeit voneinander unterschieden werden. Der modale Realismus ist ein philosophischer Ansatz, nach dem alle möglichen Welten wirklich existieren und von derselben Natur sind wie die tatsächliche Welt, das heißt aus konkreten Objekten und nicht aus abstrakten Entitäten bestehen. Diese Theorie wurde in den 1970er und 1980er Jahren vom Amerikaner David Lewis in der Philosophie entwickelt. Lewis präsentiert seinen modalen Realismus, eine Theorie, nach der alle möglichen Welten reale existierende Universen sind, die sich voneinander unterscheiden. Er verteidigt den modalen Realismus aus etwas anderen Gründen als die heutigen Physiker. Wenn er jedoch von allen möglichen Welten spricht, meint er wirklich alle Welten ohne Ausnahme. In der Physik und Mathematik wurden ähnliche Hypothesen aufgestellt, insbesondere in den 1990er Jahren vom Physiker Tegmark und dem Informatiker Schmidhuber. Sie schlagen vor, dass das Universum, wie wir es kennen, mit einem formalen mathematischen System verglichen werden könnte und dass alle mathematischen Systeme oder zumindest eine bestimmte Klasse von ihnen eine konkrete Realität besitzen. Im gleichen Zusammenhang schlug Tegmark vor, dass alle mathematisch existierenden Strukturen auch eine physische Existenz besitzen. Um zu verdeutlichen, was dies impliziert, nehmen wir die Aussage, Dinosaurier könnten noch existieren, wenn der Asteroid die Erde verfehlt hätte. Es klingt wie eine logische Aussage, aber was genau macht sie wahr? Sie kann nicht empirisch verifiziert werden, da Dinosaurier nicht mehr existieren, und sie ist auch nicht intuitiv offensichtlich wie ein mathematisches Konzept wie 1 plus 1 gleich 2. Nehmen wir eine andere Aussage. Wir wären nicht global vernetzt, wenn das Internet nie entwickelt worden wäre. Es klingt wie eine vernünftige Schlussfolgerung, aber sie beschreibt eine Welt, die es nicht gibt. Warum erscheint es also logisch, sie als wahr anzunehmen? Solche Aussagen werden als modale Logiken bezeichnet.
Modalität berührt Konzepte wie Möglichkeit, Notwendigkeit und Unmöglichkeit und umfasst sowohl das, was passieren könnte, als auch das, was passieren muss. David Lewis argumentiert, dass modale Aussagen wahr sind, wenn sie in einer realen Welt existieren können. Für Lewis bezieht sich der Begriff reale Welt auf unser gesamtes Universum, den Ort, an dem wir existieren. Eine mögliche Welt ist dann eine Version des Multiversums, in der ein anderes Ereignis eingetreten ist als in unserer eigenen Welt. Zum Beispiel ist die Behauptung, dass Dinosaurier noch existieren könnten, wenn der Asteroid die Erde verfehlt hätte, in einer möglichen Welt wahr, in der dieser Asteroid die Erde verfehlt hat und Dinosaurier noch leben. Laut Lewis bestehen Welten aus mereologischen Summen aller möglichen Individuen, aus denen sie bestehen. Darüber hinaus existiert jede Komponente einer Welt nur in dieser Welt, ohne dass es zu Überschneidungen von Individuen zwischen verschiedenen Welten kommt. Elemente derselben Welt werden als Weltgefährten bezeichnet. Wenn zwei mögliche Individuen räumlich-zeitlich miteinander verbunden sind, gehören sie derselben Welt an. Folglich sind Welten maximale Ansammlungen von Objekten, die durch räumlich-zeitliche Beziehungen miteinander verbunden sind. Die Beziehung ist wechselseitig. Alles, was Teil derselben Welt ist, ist räumlich-zeitlich mit allen anderen Teilen dieser Welt verbunden. Räumlich-zeitliche Beziehungen sind notwendige und hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Welt. Nach dieser Definition gibt es keine raumzeitlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Welten. Die raumzeitliche Isolation, die nach Lewis reduktionistischer Definition von Kausalität auch kausale Beziehungen umfasst, grenzt mögliche Welten voneinander ab. Da die Aktualität eine indexikalische Eigenschaft ist, jede Welt ist aus ihrer eigenen Sicht aktuell, definiert die raumzeitliche Isolation die Grenze zwischen dem, was aktuell ist, und dem, was möglich ist. Obwohl alle möglichen Welten in einem absoluten Sinn existieren, bleiben diejenigen, die räumlich-zeitlich isoliert sind, inaktuell und lediglich möglich. Die versteckte Idee ist, dass Lewis die reale Welt auf diese Weise sieht. Mit anderen Worten, sind mögliche Welten einfach Varianten unserer eigenen, die verschiedene Arten darstellen, wie Dinge hätten geschehen können. Sie müssen daher unserer eigenen Welt sehr ähnlich sein, aber mit gewissen Unterschieden. Mit anderen Worten besagt Lewis' Theorie, dass die Existenz von etwas in allen möglichen Welten notwendig ist, da eine leere Welt oder eine Welt ohne konkrete Entität nicht vorstellbar ist. Die Frage, warum existiert etwas, wird also durch die modale Logik beantwortet, dass die Existenz in allen möglichen Welten eine notwendige Wahrheit ist. Die perfekte Übereinstimmung zwischen der Menge der Möglichkeiten und der Menge der möglichen Welten impliziert die Fülle der letzteren. Jede Möglichkeit wird in einer Welt verwirklicht. Um die potenziellen Lücken im logischen Raum zu schließen und die Kohärenz seiner Theorie zu gewährleisten, wendet David Lewis ein Prinzip der Rekombination an. Dieses Prinzip besagt, dass jedes Objekt mit einem anderen koexistieren kann. Dieses Konzept ist vom Homerschen Denken inspiriert und bekräftigt das Fehlen notwendiger Verbindungen zwischen verschiedenen Entitäten. Genauer gesagt können zwei beliebige Dinge miteinander oder mit sich selbst unter Verwendung von Duplikaten neu kombiniert werden. Ein Duplikat ist eine Entität, die dieselben intrinsischen Eigenschaften wie die Entität hat, die sie dupliziert. Zum Beispiel ist der Schwanz einer Katze ein Duplikat des Schwanzes einer echten Katze, wenn er alle intrinsischen Eigenschaften dieses Schwanzes teilt, auch wenn ihm die relationalen Eigenschaften des Originals fehlen, wie zum Beispiel Teil eines komplexen lebenden Organismus zu sein. Wenn es also nach dem Rekombinationsprinzip eine Welt gibt, in der ein sprechender Esel und ein weißer Schwan existieren, dann muss es auch eine Welt geben, in der es Duplikate von beiden gibt, eine Welt ohne Duplikate
Eine Welt mit nur einem Duplikat von einem der beiden mit weißen Schwänen, aber ohne sprechende Esel, oder eine Welt, in der es 10 weiße Schwäne und einen sprechenden Esel gibt und so weiter. Dieser philosophische Ansatz bietet eine Erklärung für die Frage nach der Existenz und behauptet, dass die Existenz eine notwendige und unvermeidliche Wahrheit in allen möglichen Welten ist. Die Inflationstheorie wurde um 1980 vom Physiker und Kosmologen Alan Guth vorgeschlagen, um mehrere Rätsel zu lösen, die mit der Standard-Urknalltheorie zusammenhängen, nach der sich das Universum im Laufe seiner Geschichte relativ allmählich ausdehnt. Diese Theorie besagt, dass in den ersten Augenblicken der Entstehung des Universums eine sehr schnelle, exponentielle Ausdehnung stattgefunden hat. Nach der Urknalltheorie ist unser Universum aus einer gigantischen Explosion entstanden. Diese Explosion dehnte die Raumzeit selbst aus und schleuderte brennende Materie in alle Richtungen. Im Laufe der Zeit, als sich das Universum ausdehnte, kühlte diese Materie ab und begann sich zu verdichten, wobei Atome, Elemente, Sterne, Galaxien und schließlich alles, was wir heute beobachten, entstanden. Alan Guth war besonders von einer grundlegenden Frage zum Urknall fasziniert: Was hat diese Explosion verursacht? Die Antwort auf Alan Guths Frage, was den Urknall ausgelöst hat, liegt in seiner Theorie der kosmischen Inflation. Diese Theorie dient also als Vorläufer der traditionellen Urknallsequenz und liefert eine Erklärung dafür, was unmittelbar vor der massiven Ausdehnung des Universums geschieht und diese auslöst. Laut Inflationstheorie zeigte eine exotische Form von Materie einen winzigen Bruchteil einer Sekunde nach Beginn des Universums, weniger als ein Millionstel einer Billionstel einer Billionstel Sekunde, eine überraschende Eigenschaft: Gravitationsabstoßung, und sobald sich dieses Material auszudehnen begann, war die daraus resultierende Ausdehnung exponentiell. Das bedeutet, dass das Universum eine Phase exponentieller Expansion durchlief und spektakulär schnell wuchs, viel schneller als von der Standard-Urknalltheorie vorhergesagt. Die kosmische Inflation besagt, dass diese rasante Expansion die Raumzeit dehnte und das Universum auf mikroskopischer Ebene glättete und homogenisierte. Dieser Prozess diente auch dazu, die Anfangsbedingungen zu schaffen, die notwendig waren, damit der Urknall auf beobachtbare Weise stattfinden konnte. Um dies weiter zu veranschaulichen, stellen Sie sich vor, dass die kosmische Inflation eine Art glatten, gleichmäßigen Hintergrund schafft, aus dem das beobachtbare Universum hervorgehen kann. Nach dieser Inflationsperiode dehnt sich das Universum weiter aus, wenn auch langsamer, wie es der klassische Urknall beschreibt. Quantenfluktuationen im Inflationsfeld werden auf kosmische Maßstäbe ausgedehnt und werden so zu den Keimen der großen Strukturen des Universums, wie Galaxien und Galaxienhaufen. Die Theorie der kosmischen Inflation besagt, dass die Inflation, einmal begonnen, nie vollständig endet. Sie besagt, dass die Inflation zwar lokal enden kann, was zur Bildung von sogenannten Taschenuniversen führt, aber anderswo im Kosmos auf unbestimmte Zeit weitergeht. Aus dieser Perspektive ist das Universum, in dem wir leben, eines dieser Taschenuniversen, eine Blase der Raumzeit, in der die Inflation aufgehört hat und die Gesetze der Physik, wie wir sie kennen, Gestalt angenommen haben. Außerhalb unserer Blase hält die Inflation jedoch an, angetrieben von einer exotischen Form von Materie, die eine Gravitationsabstoßung ausübt. Diese Materie lässt die Raumzeit weiterhin exponentiell expandieren und erzeugt möglicherweise eine unendliche Anzahl weiterer Taschenuniversen. Jedes Taschenuniversum, wie auch unser eigenes, könnte schließlich sterben, das heißt einen Zustand erreichen, in dem alle Energie verbraucht ist und das Universum abkühlt und sich in einen energiearmen Zustand ausdehnt. Dennoch impliziert die ständige Erschaffung neuer Taschenuniversen in diesem Universum,
das Leben oder irgendeine Form von Aktivität insgesamt unbegrenzt fortbestehen und sogar in jedem Augenblick an Menge zunehmen könnte. Jedes Taschenuniversum könnte potenziell seine eigenen physikalischen Gesetze, fundamentalen Konstanten und Dimensionen besitzen. Dies impliziert, dass die Vielfalt der Universen nach der kosmischen Inflationstheorie immens wäre, wobei jede Universumsblase ein eigenes, natürliches Experiment mit ihren eigenen, einzigartigen Parametern darstellt. Das Konzept eines inflationären Multiversums basiert auf soliden Grundlagen, sowohl aus theoretischer als auch aus beobachtender Sicht, was ihm einen herausragenden Platz unter den zeitgenössischen kosmologischen Modellen einräumt. Dieser Ansatz, der auf gut verstandener Physik basiert, bietet eine plausible Erklärung für die kontinuierliche Erschaffung neuer Universen und hebt ihn von vielen anderen Multiversum-Theorien ab. Aus theoretischer Sicht wird die Idee der ewigen Inflation durch das Verständnis von Skalarfeldern in der Teilchenphysik unterstützt. Diese Felder sind unerlässlich, um zu erklären, wie die in einem Feld enthaltene Energie in bestimmten Regionen des Raums eine exponentielle Ausdehnung verursachen kann. Darüber hinaus wird diese Theorie durch Beobachtungen gestützt, insbesondere durch Messungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, die Unregelmäßigkeiten in der Mikrowellenstrahlung des Universums zeigen, die als Spuren dieser Phase der schnellen Inflation interpretiert werden können. In der Theorie des inflationären Multiversums existieren alle Blasenuniversen in derselben gemeinsamen Raumzeit. Das bedeutet, dass sie nicht isoliert sind, sondern in einer Art kosmischem Schaum miteinander verbunden sind, wobei jede Blase ein eigenes Universum darstellt. Diese Blasen dehnen sich kontinuierlich aus, entstehen aus einem gemeinsamen Hintergrund und kollidieren gelegentlich. Einer der faszinierendsten und potenziell nachweisbaren Aspekte dieses Modells ist die Auswirkung dieser Kollisionen. Wenn zwei Blasenuniversen kollidieren, könnte dies einen beobachtbaren Abdruck in Form kreisförmiger Störungen in der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung hinterlassen. Diese Störungen wären Anomalien im regelmäßigen Muster der Strahlung und würden als direkte Hinweise auf die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Universen dienen. Die Theorie der kosmischen Inflation passt perfekt zur Stringtheorie, die besagt, dass das Universum aus winzigen, vibrierenden Strings besteht, die den Ursprung aller Materie und Energie bilden. Lassen Sie uns die Stringtheorie erforschen. In den ersten Augenblicken befindet sich unser Universum in der Inflation, wodurch eine Vielzahl, ja sogar eine Unendlichkeit von Blasenuniversen entsteht, die voneinander getrennt sind. Die Stringtheorie führt nicht zu einem einzigen physikalischen Gesetz, sondern zu einer Reihe möglicher physikalischer Gesetze, die als Landschaft der Gesetze bezeichnet wird. Wenn Inflation mit Stringtheorie kombiniert wird, entsteht ein faszinierendes Multiversum mit Blasen, in denen Phänomene und physikalische Gesetze unterschiedlich wären. Die Stringtheorie ist ein theoretischer Vorschlag, der in den 1980er Jahren im Bereich der Physik gemacht wurde und darauf abzielt, die beiden Hauptsäulen der modernen Physik zu vereinen. Die Quantenmechanik, die das Verhalten von Teilchen auf einer sehr kleinen Skala beschreibt, und Albert Einsteins allgemeine Relativitätstheorie, die die großräumige Struktur des Universums erklärt. Diese Theorie, die ursprünglich als eine Theorie von allem vorgestellt wurde, die unser Universum vollständig erklären kann, enttäuschte letztendlich die hohen Erwartungen. Die Entdeckung der Stringlandschaft mit ihren 10 hoch 500 möglichen Lösungen wurde von vielen als Hinweis darauf gewertet, dass die Theorie ihre Versprechen nicht einhalten kann. Seitdem hat sich der Zustand der Stringtheorie verschlechtert und die Begeisterung, die sie vor 20 oder 30 Jahren ausgelöst hat, hat erheblich nachgelassen. Der Name Stringtheorie leitet sich von ihrem grundlegenden Ansatz ab, der die in Teilchenphysikmodellen verwendeten dimensionslosen Punktteilchen durch winzige, eindimensionale Filamente, sogenannte Strings, ersetzt. Einfach ausgedrückt besagt diese Theorie, dass die starke Kraft durch Strings dargestellt werden kann,
die Teilchen an den Enden der Strings verbinden. Diese Strings können mit unterschiedlichen Frequenzen schwingen und jede Schwingungsart entspricht einem anderen Teilchen mit spezifischen Eigenschaften wie Masse und Ladung. Der Stringtheorie zufolge entsprechen die verschiedenen Elementarteilchen, die wir wahrnehmen, tatsächlich den unterschiedlichen Erscheinungsformen der Schwingungen dieser Strings. Die Vielfalt der Teilchen und Grundkräfte in unserem Universum kann daher als Ergebnis der Vielfalt der Schwingungsmoden der Strings angesehen werden. Zum Beispiel könnten Elektronen, Quarks, Photonen und sogar hypothetische Gravitonen, die noch nicht nachgewiesen wurden, alle als unterschiedliche Schwingungszustände von Strings erklärt werden. Die Stringtheorie geht von der Existenz zusätzlicher Raumdimensionen aus, die über die drei Dimensionen des Raums und die eine Dimension der Zeit hinausgehen, die wir in unserem Alltag erleben. Diese zusätzlichen Dimensionen könnten auf extrem kleinen Skalen gewickelt sein, die für aktuelle Experimente nicht zugänglich sind. Das Vorhandensein dieser zusätzlichen Dimensionen könnte dazu beitragen, bestimmte Eigenschaften von Elementarteilchen zu erklären, insbesondere ihre Massen. Andererseits beinhaltet die Stringtheorie die Idee, dass jeder Punkt in unserer traditionellen vierdimensionalen Raumzeit, drei Dimensionen des Raums und eine Dimension der Zeit, mit einem kompakten Raum von sechs oder mehr Dimensionen verbunden ist. Somit schlägt diese Theorie eine Vision des Universums mit mindestens 10 Dimensionen vor. Diese zusätzlichen Dimensionen sind zwar in unserem Alltag nicht wahrnehmbar, aber nach dieser Theorie für das Verständnis der Grundlagen des Universums unerlässlich. Diese zusätzlichen Dimensionen sind so fein verdichtet, dass sie sich unserer direkten Wahrnehmung entziehen. Die Art und Weise, wie diese Dimensionen verdichtet sind, hat jedoch einen direkten Einfluss auf die physikalischen Gesetze, die in den vier größten Dimensionen beobachtet werden. Zum Beispiel hängen die Arten von Elementarteilchen und die Kräfte, die sie in unserem beobachtbaren Universum ausüben, von der Struktur dieser kompakten Dimensionen ab. Die Konfiguration dieser kompakten Räume beeinflusst auch die Vakuumenergie. Wenn diese Vakuumenergie positiv ist, kann sie zu einer kosmischen Inflation führen, einem Konzept, bei dem sich das Universum in einigen Regionen auf unbestimmte Zeit weiter ausdehnt, während sich andere Regionen stabilisieren und Taschenuniversen bilden können. In der Stringtheorie ist es möglich, dass Übergänge zwischen verschiedenen Konfigurationen kompakter Räume stattfinden. Jede Konfiguration könnte einem anderen Satz physikalischer Konstanten und Felder entsprechen, wodurch eine Vielzahl möglicher Universen mit jeweils eigenen physikalischen Gesetzen entstehen würde. Dieser theoretische Rahmen legt eine anthropische Erklärung für die Werte physikalischer Konstanten wie der kosmologischen Konstante nahe. Das in diesem Zusammenhang vorgebrachte anthropische Prinzip postuliert, dass wir bestimmte Werte für diese Konstanten beobachten, weil sie die Entstehung und Aufrechterhaltung von Leben in unserem Universum ermöglichen. In anderen Regionen des Multiversums können diese Konstanten ganz andere Werte annehmen, sodass diese Universen mit dem Leben, wie wir es kennen, nicht vereinbar sind. Das mit der kosmischen Inflation verbundene Stringmodell legt daher nahe, dass der größte Teil des Multiversums für das Leben ungeeignet wäre und bewohnte Regionen eine winzige Minderheit bilden würden, in denen die physikalischen Bedingungen genau richtig sind, um Leben zu ermöglichen. Die moderne Physik ist reich an Multiversum-Theorien, die verschiedene Methoden zur Konzeptualisierung der Existenz mehrerer Universen vorschlagen. Unter diesen sticht die aus der Quantenphysik abgeleitete Vielwelteninterpretation nicht nur als eine der erstaunlichsten, sondern auch als eine der glaubwürdigsten hervor. Die Quantenphysik liefert ein überzeugendes Argument für die Existenz von Multiversen. Die Quantenmechanik führt Konzepte ein, die unsere klassischen Vorstellungen von der Realität
in Frage stellen, und einer der faszinierendsten Aspekte dieser Theorie ist der Begriff der Überlagerung von Zuständen. Gemäß der Quantenmechanik kann sich ein physikalisches System vor einer Messung in einer Kombination mehrerer möglicher Zustände gleichzeitig befinden. Diese Kombination wird mathematisch durch eine Summe von Zustandsvektoren dargestellt, die jeweils mit einem komplexen Koeffizienten gewichtet sind. Das bedeutet, dass das System in all diesen potenziellen Zuständen gleichzeitig existiert und nicht in einem einzigen genau definierten Zustand. In der Quantenmechanik bleibt die Überlagerung bestehen, bis das System gemessen wird. Wenn eine Messung mit einem makroskopischen Gerät durchgeführt wird, scheint das System sich sofort für einen der möglichen Zustände zu entscheiden, in denen es sich hätte befinden können. Vor der Messung wird das System durch eine Überlagerung von Zuständen beschrieben, die jeweils mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit verbunden sind. Diese Wahrscheinlichkeiten werden aus den Koeffizienten in der Linearkombination der Zustandsvektoren berechnet. Was die Quantenmechanik besonders faszinierend macht, ist der Übergang zwischen Determinismus und Indeterminismus. In einem isolierten System ist die Entwicklung des Zustandsvektors vollkommen deterministisch und wird von der Schrödinger-Gleichung bestimmt. Die Schrödinger-Gleichung ermöglicht es uns, die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der sich ein Elektron an verschiedenen Orten befindet, gibt jedoch nicht an, welches spezifische Ergebnis eintreten wird. Diese Wahrscheinlichkeiten werden durch eine sogenannte Wellenfunktion dargestellt. Wenn jedoch die Position eines Elektrons gemessen wird, erfährt die Wellenfunktion einen sogenannten Zusammenbruch und das Elektron nimmt eine bestimmte, genau definierte Position ein. Wenn jedoch eine Messung durchgeführt wird, wird das Verhalten des Systems unbestimmt, da es scheinbar zufällig in einen der möglichen Zustände springt. Diese Dichotomie wirft grundlegende Fragen über die Natur der Realität und die Rolle des Beobachters auf. Eine Interpretation, die versucht, diese Paradoxe aufzulösen, ist die Vielwelteninterpretation, die 1957 vom amerikanischen Physiker und Mathematiker Hugh Everett III. Formuliert und erstmals vorgestellt wurde. Nach dieser Interpretation treten alle möglichen Ergebnisse einer Quantenmessung tatsächlich ein, jedoch in unterschiedlichen Universen. Somit würde sich das Universum für jedes Quantenereignis in mehrere Paralleluniversen aufteilen, eines für jedes mögliche Ergebnis der Messung. Jedes Universum wäre genauso real wie die anderen, aber sie wären gegenseitig unzugänglich. Dieser Ansatz schlägt eine Art Multiversum vor, das direkt aus den Prinzipien der Quantenmechanik abgeleitet ist, in dem die gleichzeitige Existenz vieler Welten nicht nur möglich, sondern unvermeidlich ist. Nach der Theorie der multiplen Welten spaltet sich das Universum jedes Mal, wenn eine Handlung stattfindet, in so viele Versionen seiner selbst auf, wie es mögliche Ergebnisse dieser Handlung gibt. Everett nennt dieses Phänomen Dekohärenz, einen Prozess, der augenblicklich abläuft. Man kann es mit einem Buch vergleichen, in dem man sein eigenes Abenteuer wählt. Anstatt jedoch zwischen der Erkundung einer Höhle oder der Flucht mit einem Schatz zu wählen, spaltet sich das Universum auf und lässt jedes Szenario gleichzeitig ablaufen. Ein wesentliches Element dieser Theorie ist, dass wir uns während der Aufspaltung des Universums unserer anderen Existenzen nicht bewusst sind. Daher hat der Junge, der sich dafür entscheidet, mit dem Schatz davonzulaufen und glücklich bis ans Ende seiner Tage zu leben, keine Ahnung von der Existenz seiner anderen Version, die die Höhle erforscht hat und sich nun in einer gefährlichen Situation befindet und umgekehrt. Hugh Everett hat die Art und Weise, wie wir die Quantenmechanik verstehen, mit einem revolutionären Ansatz, der den Beobachter als wesentliches Element des beobachteten Systems integriert, radikal verändert. Er führte den Begriff der universellen Wellenfunktion ein. Ein kühnes Konzept, nach dem Beobachter und beobachtete Objekte als Bestandteile ein und desselben ausgedehnten Quantensystems untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Idee bricht mit der klassischen Vorstellung, dass Beobachter vom beobachteten Phänomen getrennt sind,
und schlägt stattdessen vor, dass alles, von den kleinsten Teilchen bis zu den massereichsten Objekten, von einer gemeinsamen Wellenfunktion umfasst wird. Everett legte damit den Grundstein für eine neue Perspektive, in der selbst makroskopische Objekte in Zuständen der Quantenüberlagerung existieren könnten, wodurch das Konzept eines plötzlichen Zusammenbruchs der Wellenfunktion überflüssig wird. In dieser Theorie spaltet sich die universelle Wellenfunktion jedes Mal, wenn ein Beobachter mit einem Objekt in einem Überlagerungszustand integriert, in verschiedene Zweige auf. Jeder Zweig stellt eine alternative Realität dar, in der ein anderes Ergebnis der Interaktion realisiert wird. Dies bedeutet, dass es für jede mögliche Interaktion mit einem Quantenobjekt eine parallele Kopie des Beobachters gibt, die jeweils in einem Universum leben, in dem ein bestimmtes Ergebnis eingetreten ist. Diese Zweige sind unabhängig und kommunizieren nicht miteinander, gemäß den mathematischen Prinzipien der Schrödinger-Gleichung, die die Entwicklung von Quantenzuständen regelt. Dies lässt sich an einem Beispiel einer Person veranschaulichen, die ein hypothetisches Teilchen beobachtet, das sich gleichzeitig in zwei verschiedenen Zuständen befindet, zum Beispiel an zwei unterschiedlichen Orten. In einem Zweig des Universums sieht der Beobachter, dass sich das Teilchen an Punkt A befindet, in einem anderen, fast identischen Zweig erkennt der Beobachter das Teilchen an Punkt B. Jeder Beobachter in seinem eigenen Zweig nimmt für sich selbst eine einzigartige und unabhängige Erfahrung wahr und interpretiert diese Beobachtung als zufälliges Ereignis innerhalb einer Reihe physikalischer Möglichkeiten. Auf einer globaleren Ebene verlaufen jedoch alle diese Möglichkeiten parallel. Die Dekohärenztheorie, die entwickelt wurde, um zu erklären, wie diese Zweige sich scheinbar unabhängig voneinander zu unterschiedlichen klassischen Realitäten entwickeln, ist heute ein weithin anerkannter Teil der modernen Quantenmechanik. Sie bietet einen Rahmen für das Verständnis dafür, wie alle Zweige zwar nebeneinander existieren, aber für die Beobachter, die sie enthalten, scheinbar isoliert voneinander funktionieren. Obwohl Hugh Everetts Interpretation, die besagt, dass jeder Zweig eine greifbare Realität darstellt, nicht allgemein akzeptiert wird, löst sie weiterhin Debatten über die Natur der Realität im Quantenbereich aus. Diese Perspektive erweitert nicht nur unser Verständnis der Quantenmechanik, sondern fordert uns auch dazu auf, unsere grundlegendsten Vorstellungen von der Realität und unserem Platz im Universum zu überdenken. Alle oben beschriebenen Theorien sind Modelle, die nur räumliche Dimensionen berücksichtigen. Wie Einstein jedoch ankündigte, ist die Zeit nur eine weitere Dimension, ähnlich wie die räumlichen Dimensionen. Folglich könnten in der Vergangenheit und Zukunft andere Universen gefunden werden. Nun betrachten wir ein Modell, das als zyklisches Multiversum oder oszillierendes Multiversum bezeichnet wird. Die Idee des zyklischen Modells hat eine lange Geschichte. Die Erdrotation, der Wechsel von Tag und Nacht und die Bewegung unseres Planeten um die Sonne, die für den Wechsel der Jahreszeiten sorgt, inspirierten die ersten zyklischen Modelle in verschiedenen Kulturen, die versuchten, das Universum zu verstehen. Im Hinduismus beispielsweise wurde das Universum als eine Reihe kosmologischer Zyklen betrachtet, die je nach Auslegung mehrere Millionen bis mehrere Milliarden Jahre dauerten. Auch westliche Philosophen wie Heraklit und Cicero entwickelten zyklische kosmologische Theorien. Die Vorstellung eines Universums, das nach seiner Zerstörung durch Feuer wiedergeboren wird, war bei einigen Philosophen dieser Zeit beliebt. Das zyklische Modell wurde von Alexander Friedmann in die Physik des 20. Jahrhunderts integriert, indem er mathematische Lösungen für Einsteins Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie aufzeigte. Diesen Lösungen zufolge könnte das expandierende Universum eine maximale Größe erreichen, bevor es sich zusammenzieht und sich schließlich zu einer Singularität reduziert, das heißt, zu einem Punkt unendlicher Dichte, an dem die uns bekannten physikalischen Gesetze nicht mehr gelten.
Diese Singularität würde dann einen weiteren Urknall auslösen, der ein weiteres Universum entstehen ließe und so weiter. Diese aufeinanderfolgenden Universen könnten die Heimat intelligenter Zivilisationen gewesen sein, die alle zerstört wurden, als ihr Universum kollabierte. Friedmann nannte dieses Modell das oszillierende Universum. Nachdem Edwin Hubble und andere Forscher die Ausdehnung des Universums bestätigt hatten, wandte Einstein seine Aufmerksamkeit dem zyklischen Szenario vor. Die gründlichste Forschung zu diesem Thema wurde jedoch in den 1930er Jahren von Richard Tolman durchgeführt. Das zyklische Modell war für viele Physiker attraktiv, da es die Frage nach dem Ursprung des Universums umging, da jeder Zyklus durch das Ende des vorherigen verursacht wurde und so eine ewige Abfolge ohne Anfang bildete. Dennoch wies der niederländische Physiker Herman Zanstra in den 1950er Jahren auf einen Widerspruch in Tolmans Arbeit hin, der mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammenhängt, der besagt, dass die Entropie eines bestimmten Systems, die physikalische Größe, die den Grad seiner Unordnung charakterisiert, niemals konstant bleiben kann. Im Gegenteil, sie nimmt mit der Zeit immer zu. Die Dauer eines Zyklus wird durch die Entropie bestimmt. Je höher die Entropie, desto schneller dehnt sich das Universum aus, wodurch sich die Dauer aufeinanderfolgenden Zyklen verlängert. Da jeder vorherige Zyklus kürzer ist, muss es irgendwann in der Vergangenheit einen ersten Zyklus gegeben haben. Hier kommt das extradimensionale Brain-Multiversum-Szenario von Paul Steinhardt und Neil Turok aus der String-Theorie ins Spiel. Ihr Konzept basiert auf dem Brain-Szenario und entzieht sich dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. In der String-Theorie ist eine Brain ein ausgedehntes dynamisches Objekt, das Energie in Form von Spannung über sein gesamtes Volumen enthält. Wenn zwei Brains kollidieren würden, würde diese Kollision eine immense Menge an Energie freisetzen, komplexe Strukturen zerstören und den Urknall nachahmen. Nach der Kollision würden sich die Brains, wie unser Universum nach dem Urknall verhalten, sich ausdehnen und abkühlen, neue Galaxien und möglicherweise neue Lebensformen bilden. Laut Steinhardt und Kollegen würden diese Kollisionen etwa alle 1000 Milliarden Jahre stattfinden. Dieses zyklische Modell löst das Entropierätsel, indem es postuliert, dass die Zyklen aus der Expansion und Kontraktion des Raums zwischen zwei Brains resultieren und nicht aus dem Universum selbst. Die Gesamtentropie steigt an, aber die Entropiedichte nimmt am Ende jedes Zyklus ab, sodass die Bedingungen auf den Brainen zu Beginn jedes neuen Zyklus ähnlich bleiben. Somit könnten diese Zyklen ewig andauern, ohne dass es einen Anfang geben muss. Die Theorie des gesteppten Multiversums oder Patchwork ist ein Konzept eines Multiversums, ohne tatsächlich ein Multiversum zu sein, sondern eher ein einzelnes, unendliches Universum. Es ist das einzelne Universum, von dem wir wissen, dass es sich unendlich ausdehnt. Aber warum nennen wir es ein Multiversum? Hier ist die Erklärung. Wenn das Universum wirklich unendlich ist und sich endlos im Raum und vielleicht auch in der Zeit ausdehnt, dann wird jede mögliche Konfiguration von Teilchen unweigerlich irgendwo und irgendwann auftreten. Das bedeutet, dass sich die Konfiguration der Erde und alles, was sie enthält, zwangsläufig wiederholen wird, wenn wir ewig weitermachen. So manifestiert sich die Idee eines Multiversums in einem einzigen, unendlichen Universum. Wir wiederholen uns nicht nur, wir wiederholen uns unendlich oft. Unser einziges Universum wird so zu einem Multiversum, in dem alles, was passieren kann, irgendwann passieren wird. Um diese Theorie zu verstehen, ziehen Sie eine Analogie heran. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kartenspiel mit 52 Karten, die alle ordentlich angeordnet sind. Jedes Mal, wenn Sie die Karten mischen, erhalten Sie wahrscheinlich eine andere Reihenfolge.
Wenn Sie die Karten jedoch oft genug mischen, erhalten Sie irgendwann wieder die ursprüngliche Reihenfolge. Das liegt daran, dass es bei einer begrenzten Anzahl von Karten nur eine begrenzte Anzahl möglicher Kombinationen gibt. Wenn man die Karten unendlich oft mischen könnte, würde man unendlich viele aller möglichen Kombinationen erzeugen. Diese Logik gilt auch für das gesamte Universum. Alle Formen von Materie und ihre Wechselwirkungen sind mit einem Kartenspiel vergleichbar. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, wie sich Materie neu anordnen kann. Irgendwann werden identische Muster wieder auftauchen, wenn wir weit genug forschen. Wir können uns unser beobachtbares Universum als eine bestimmte Kombination von Materie vorstellen und wenn das Universum unendlich ist, wird sich diese Kombination irgendwann wiederholen. Wenn Sie in ein Raumschiff steigen und sehr weit reisen könnten, und vorausgesetzt, der Weltraum ist unendlich, würden Sie irgendwann eine Region des Universums erreichen, die genau wie unsere Ecke des Universums aussieht. Möglicherweise finden Sie ein anderes Sonnensystem mit einer parallelen Version der Erde, die nicht von Ihrem Heimatplaneten zu unterscheiden ist. Sie könnten sich dort sogar selbst begegnen. Obwohl alles immer noch Teil desselben Universums ist, kann dieses Konzept als eine Art Multiversum betrachtet werden, in dem das Universum eine unendliche Anzahl kleinerer Blasenuniversen enthält. Dieses Konzept wird als gestepptes Multiversum bezeichnet, bei dem das Universum als Steppdecke betrachtet wird und jedes Quadrat ein separates Blasenuniversum darstellt. Das Universum muss nicht unendlich sein, damit es mehr Blasen gibt, es muss nur groß genug sein, damit es zumindest ein paar mehr Blasen gibt. Interessante Tatsache: Wenn das Universum unendlich wäre, gäbe es eine unendliche Anzahl aller möglichen Variationen des Universums. Das bedeutet, dass es eine unendliche Anzahl von Universen gäbe, die unserem ähnlich sind und auch eine unendliche Anzahl, in denen Dinosaurier nie ausgestorben wären. Jede erdenkliche Variation der Realität, die Sie sich vorstellen können, solange sie den Gesetzen der Physik entspricht, würde irgendwo im gesteppten Multiversum existieren und es gäbe unendlich viele Versionen davon im gesamten Weltraum. Das bedeutet, dass unser Universum, wenn es unendlich ist, unzählige Kopien unseres Planeten enthält. Eine unendliche Anzahl von Erden, auf denen Ihre Doppelgänger sitzen und dieses Video mit ähnlichen Zweifeln an dieser Vorstellung ansehen. Es gibt unzählige Welten, auf denen alle anderen möglichen Versionen von dir und mir ebenfalls existieren. Würdest du gerne mit einem deiner Doppelgänger tauschen? Der Physiker Max Tegmark hat eine Klassifizierung des Multiversums in 4 verschiedenen Ebenen vorgeschlagen. Diese Ebenen bilden eine Hierarchie, in der sich jede Art von Universum immer mehr von unserem eigenen unterscheidet, je weiter wir uns die Ebenen hinaufbewegen. Tegmarks erster Typ des Multiversums basiert auf der Annahme eines extrem großen, sogar unendlichen Raums. Obwohl das beobachtbare Universum, diese auf die Erde zentrierte Sphäre, einen tatsächlichen Durchmesser von etwa 93 Milliarden Lichtjahren hat, ist dies nur ein winziger Bruchteil des Universums als Ganzes. Wenn der Raum viel größer ist, könnten andere entfernte Regionen eine beeindruckende Vielfalt an Stern- und Planetensystemen beherbergen. In einem unendlichen Raum muss es zwangsläufig eine Region geben, die eine exakte Kopie unserer eigenen ist. Stellen Sie sich eine Welt vor, die mit einer unendlichen Anzahl von Bäckereien gefüllt ist, von denen jede unendlich viele Brotsorten herstellt. Wenn Sie lange genug suchen, werden Sie schließlich eine Bäckerei finden, die genau dasselbe Brot wie die in Ihrer Nachbarschaft herstellt, sowie jede mögliche Variation. Ähnlich verhält es sich in einem unendlichen Universum. Es gibt Regionen, die exakte Kopien unseres beobachtbaren Universums sind, sowie alle möglichen Variationen.
Diese alternativen Realitäten stellen laut Tegmark die erste Art von Multiversum dar, die am wenigsten spekulativ ist, da sie einfach auf der Unermesslichkeit des Raums basiert. Die zweite Art von Multiversum basiert auf der Theorie der kosmischen Inflation, die in den 1980er Jahren entwickelt wurde. Diese Theorie erklärt bestimmte Merkmale unseres Universums, wie die Ähnlichkeit des Raums in alle Richtungen und die scheinbare Flachheit des Raums. Dieser Theorie zufolge expandierte das Universum kurz nach dem Urknall extrem schnell mit einer Geschwindigkeit, die die Lichtgeschwindigkeit überschritt. Dadurch ist das beobachtbare Universum fast flach, da eine massive Ausdehnung einer Kurve diese von der Ebenheit unterscheidbar machen würde. Stellen Sie sich vor, Sie pusten in einem geschlossenen Raum Seifenblasen auf, wobei jede Blase ein eigenes Universum mit leicht unterschiedlichen Eigenschaften symbolisiert. Die Blasen bilden sich, trennen sich und bewegen sich auseinander. Einige Universen können leicht unterschiedliche physikalische Konstanten aufweisen, aber alle entstehen durch denselben Prozess der Inflation. Die Inflation erklärt auch die Gleichförmigkeit des Universums. Ausgehend von einer homogenen Region und einer schnellen Ausdehnung bleibt die Gleichförmigkeit im großen Maßstab erhalten. Obwohl die Inflation nicht endgültig bewiesen wurde, wird sie von der wissenschaftlichen Gemeinschaft weitgehend als plausibel akzeptiert. Die dritte Art von Multiversum leitet sich aus den Gesetzen der Quantenmechanik ab. In der traditionellen Quantenmechanik ist alles möglich, bis eine Messung durchgeführt wird. Das Beispiel von Schrödingers Katze veranschaulicht diese Idee. Eine Katze, die mit einem radioaktiven Element eingesperrt ist, kann sowohl lebendig als auch tot sein, bis die Box geöffnet wird. Nach der Vielwelteninterpretation erzeugt jede Beobachtung jedoch zwei unterschiedliche Realitäten. Eine, in der die Katze lebt, und eine, in der sie tot ist. Diese Idee ist zwar umstritten, gewinnt aber unter Wissenschaftlern an Boden. Jede Entscheidung erschafft ein neues Universum und alle Versionen der Realität existieren gleichzeitig. Um diese dritte Art zu veranschaulichen, stellen Sie sich ein Labyrinth mit zahlreichen Abzweigungen an jeder Ecke vor. Mit jeder Entscheidung schaffen Sie einen einzigartigen Weg, aber alle möglichen Wege existieren gleichzeitig. In der Quantenmechanik erschafft jede Entscheidung eine neue Realität, in der jede Möglichkeit verwirklicht wird. Wir wählen einfach die Realität, die wir erleben. Eine faszinierende Vermutung für philosophische Forscher. Die vierte Art von Multiversum postuliert grundlegende Unterschiede in den Gesetzen der Physik. Im Gegensatz zu den ersten drei Arten, bei denen die Gesetze mit unterschiedlichen Parametern gleich bleiben, können sich hier die Gesetze selbst ändern. Ursache und Wirkung könnten anders funktionieren und die Anzahl der Dimensionen könnte sich ändern. Unter der Annahme völlig unterschiedlicher physikalischer Gesetze sind die Möglichkeiten eines Multiversums vom Typ 4 fast unvorstellbar. Um diesen Typ zu verstehen, stellen Sie sich mehrere Brettspiele auf einem Tisch vor, jedes mit seinen eigenen Regeln. In einigen Spielen bewegen sich die Spielfiguren nach unterschiedlichen Gravitationsregeln, in anderen funktionieren kausale Wechselwirkungen anders. Ähnlich verhält es sich im Multiversum der Ebene 4, in dem die grundlegenden Gesetze der Physik von Universum zu Universum variieren können. Wenn man die Idee eines Multiversums betrachtet, ist es wichtig zu spezifizieren, um welche Art von Multiversum es sich handelt, da der Begriff Multiversum je nach Theorie unterschiedliche Bedeutungen haben kann und nicht alle mit der Realität zusammenhängen. Multiversen könnten real sein, aber es lohnt sich, die Art des betreffenden Multiversums klar zu definieren, bevor man sich in diese Richtung bewegt. Schließlich ist es erwähnenswert, dass diese verschiedenen Arten von Multiversen sich auf komplexe Weise überlappen oder interagieren können, wodurch ein unendlich vielfältiges und geheimnisvolles kosmisches Gefüge entsteht.
In einem Multiversum vom Typ Everett beispielsweise erzeugt jede mögliche Wahl einen neuen Zweig der Realität, der eine Vielzahl paralleler Welten bildet. Diese Welten könnten wiederum unterschiedliche Multiversen enthalten, wodurch eine unendliche Hierarchie alternativer Realitäten entsteht. Andererseits könnte die ewige Inflation zyklische Multiversen hervorbringen, in denen jeder Zyklus von Expansion und Kontraktion neue Universen erzeugt. Diese Universen könnten sich wiederum zu größeren, komplexeren Strukturen wie Supermultiversen zusammenschließen. Die Entstehung eines Baby-Universums, wie einige Physiker theoretisieren, könnte auch zur Bildung neuer Multiversen führen. Wenn unser Universum selbst das Produkt eines solchen Prozesses ist, würde dies bedeuten, dass auch andere Universen auf ähnliche Weise entstehen könnten, wodurch eine Vielzahl sich ständig weiterentwickelnder Realitäten entstehen würde. Die Idee des Multiversums bietet einen fruchtbaren Boden für die Erforschung der Vielfalt und Komplexität des Universums und lädt uns ein, die Grenzen unseres Verständnisses zu erweitern und unendliche kosmische Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Wie kann die Multiversumtheorie dazu beitragen, einige der Rätsel unseres Kosmos zu lösen? Die Multiversumtheorie ist ein faszinierender Vorschlag in der Kosmologie und theoretischen Physik, der im Rahmen des Versuchs, verschiedene Rätsel und ungelöste Probleme in unserem Verständnis des Universums zu erklären, entsteht. Nach dieser Theorie könnte jedes Universum seine eigenen physikalischen Gesetze, Grundkonstanten und Anfangsbedingungen haben, was die Tür zu einer unendlichen Vielfalt möglicher Realitäten öffnet. Die Multiversumtheorie bietet einen konzeptionellen Rahmen für die Auseinandersetzung mit tiefgreifenden und ungelösten Fragen der Kosmologie. Beginnen wir mit der Erklärung des Rätsels der kosmologischen Konstante. Die kosmologische Konstante, auch als dunkle Energie bekannt, ist ein grundlegender Bestandteil unseres derzeitigen Verständnisses des Universums. Die kosmologische Konstante wurde von Albert Einstein in seinen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie eingeführt und war ursprünglich als eine Kraft gedacht, die die Gravitationsanziehung ausgleicht und ein statisches Universum aufrechterhält. Nach der Entdeckung der Expansion des Universums bezeichnete Einstein sie jedoch als größten Fehler. Spätere Beobachtungen zeigten, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern dass sich diese Ausdehnung beschleunigt, was dazu führte, dass die kosmologische Konstante rehabilitiert wurde. Der beobachtete Wert der kosmologischen Konstante ist extrem niedrig, aber nicht null, was eine große Herausforderung für die Standardmodelle der Teilchenphysik darstellt, die diesen Wert nicht ohne vorübergehende Anpassungen erklären können. Um diesen unerklärlich niedrigen Wert zu erklären, schlagen einige Wissenschaftler die Multiversum-Hypothese vor. Nach dieser Hypothese ist unser Universum nur eines von unendlich vielen anderen Universen, jedes mit seinen eigenen physikalischen Konstanten. Aus dieser Perspektive könnte die kosmologische Konstante von einem Universum zum anderen variieren. Die Idee hinter dem anthropischen Prinzip ist, dass die Werte der Grundkonstanten unseres Universums so beschaffen sind, dass sie die Existenz von Galaxien, Sternen, Planeten und letztlich auch von Leben ermöglichen. Wir beobachten also eine kosmologische Konstante, die mit der Existenz von Leben vereinbar ist, denn in Universen, in denen diese Konstante der Bildung komplexer Strukturen nicht förderlich ist, gibt es niemanden, der sie beobachten könnte. Mit anderen Worten, das anthropische Prinzip besagt, dass die Bedingungen, die wir im Universum beobachten, nicht unbedingt für alle möglichen Universen repräsentativ sind, sondern lediglich für das eine, in dem die Bedingungen für unsere Existenz förderlich sind. Dies legt eine kontextbezogene Erklärung nahe, die auf unserer eigenen Existenz und unserer Fähigkeit, das Universum zu beobachten, basiert. Andererseits kann die Multiversum-Theorie eine Erklärung für das Horizontproblem in der Kosmologie liefern, insbesondere wenn diese Theorie mit dem Konzept der kosmischen Inflation in Verbindung gebracht wird.
Das Horizontproblem bezieht sich nämlich auf die Frage, warum Regionen des Universums, die so weit voneinander entfernt sind und nie in kausalem Kontakt standen, das heißt nie in der Lage waren, Informationen oder Energie auszutauschen, bemerkenswert ähnliche Temperaturen und physikalische Eigenschaften aufweisen. Die Theorie der kosmischen Inflation, die oft mit der Multiversum-Theorie in Verbindung gebracht wird, geht von einer Phase der schnellen, exponentiellen Ausdehnung des Universums unmittelbar nach dem Urknall aus. Diese Phase der Inflation wäre so schnell verlaufen, dass sie kleine kausale Regionen, in denen Wechselwirkungen möglich waren, auf viel größere Maßstäbe ausgedehnt hätte. Infolgedessen wären Regionen, die heute sehr weit voneinander entfernt sind, vor der Inflation in kausalem Kontakt gewesen. Dies erklärt, warum diese Regionen ähnliche Eigenschaften aufweisen, da sie möglicherweise einen Zustand des thermischen Gleichgewichts erreicht haben, bevor sie durch die Inflation getrennt wurden. Was das Multiversum betrifft, so postulieren einige Versionen dieser Theorie die Existenz einer großen Anzahl unterschiedlicher Universen, jedes mit seinen eigenen physikalischen Gesetzen und Konstanten. In diesem Rahmen könnte unser beobachtbares Universum ein kleiner Bereich eines viel größeren Multiversums sein. Die Inflation könnte zahlreiche Blasen oder Taschen von Universen erzeugt haben, von denen sich jedes unabhängig entwickeln und entfalten könnte. In einigen Multiversum-Modellen könnte jede Blase leicht unterschiedliche Eigenschaften haben, aber die große Ähnlichkeit der in unserem Universum beobachtbaren Eigenschaften könnte durch die Tatsache erklärt werden, dass unsere Blase aus einer homogenen Region vor der Inflation stammt. Andererseits bietet die Multiversum-Theorie interessante Perspektiven für die Erklärung des Rätsels der dunklen Materie, obwohl dieser Ansatz noch immer höchst spekulativ und theoretisch ist. In einigen Multiversum-Modellen kann jedes Paralleluniversum unterschiedliche physikalische Gesetze und fundamentale Konstanten haben. Schließlich ist ein weiteres Rätsel, das die Multiversum-Theorie zu erklären versucht, das des Schwarzen Lochs. Ein schwarzes Loch ist ein Phänomen, das durch eine immense Gravitationswirkung gekennzeichnet ist. Es wird angenommen, dass ein Objekt mit einer solchen Gravitationswirkung auch eine beträchtliche Masse besitzt. Eine Gravitationswirkung dieser Größenordnung beeinflusst die Krümmung der Raumzeit, wie in der allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben. Ein schwarzes Loch zieht alles in seiner Umgebung an und absorbiert es. Auch Licht. Laut der Multiversum-Theorie sind schwarze Löcher nicht nur massive, kosmische Objekte, die alles auf ihrem Weg absorbieren, sondern könnten auch Tore zu anderen Dimensionen oder Paralleluniversen sein. Ein schwarzes Loch hat die größte Gravitationswirkung in unserer Zeitdimension. Kein Stern, geschweige denn ein Planet, hat eine so starke Schwerkraft mit einer so dicht konzentrierten Masse. Wenn dies der Fall ist, könnte es auch in anderen Zeitdimensionen ähnlich sein. Schwarze Löcher können dann eine Ortskarte im Quantenraum erstellen. Sie können auch eine gemeinsame Brücke zu anderen Zeitdimensionen und Paralleluniversen bilden. Wenn schwarze Löcher als Tore zu anderen Universen fungieren, könnte dies bedeuten, dass unser eigenes Universum nur eines von vielen anderen parallel existierenden Universen ist. Dies öffnet die Tür zu unendlichen Möglichkeiten und faszinierenden Konzepten über die Natur der Existenz und der Realität. Wenn ein massereicher Stern zu einem schwarzen Loch kollabiert, könnte im Inneren möglicherweise ein Baby-Universum entstehen. Dieses neue Universum hätte seine eigenen physikalischen Gesetze und fundamentalen Konstanten. Somit könnte jedes schwarzes Loch der Ausgangspunkt eines neuen Universums sein und das Multiversum erweitern. Die Art und Weise, wie schwarze Löcher verschmelzen und Gravitationswellen aussenden, könnte auch durch die Anwesenheit anderer Universen beeinflusst werden. Zum Beispiel könnten Gravitationswechselwirkungen zwischen schwarzen Löchern durch Extradimensionen beeinflusst werden, die von einigen Multiversum-Theorien postuliert werden. Schwarze Löcher könnten eine wichtige Rolle in der Gesamtdynamik des Multiversums spielen.
Zum Beispiel könnten die Bildung und das Verdampfen von schwarzen Löchern Prozesse sein, die Energie und Materie im Multiversum ausgleichen oder neu verteilen und so die Entwicklung und Struktur verschiedener Universen beeinflussen. Die Multiversum-Theorie bietet einen reichhaltigen und vielfältigen Rahmen für die Erklärung und potenzielle Lösung einiger der tiefgreifendsten Fragen, die unser Kosmos aufwirft. Sie legt nahe, dass das, was wir in einem einzelnen Universum als Rätsel wahrnehmen, im Kontext eines Multiversums natürlichere Antworten finden könnte. Die Idee eines Universums basiert auf der Vorstellung physischer Barrieren, die verschiedene Einflussbereiche voneinander trennen. Diese Barrieren verhindern jegliche direkte Interaktion zwischen Universen. Daher ist es schwierig, sich vorzustellen, wie wir ein benachbartes Universum beobachten oder erkennen könnten. Wenn wir ein solches Universum beobachten könnten, wäre es schwierig, es nicht einfach als eine Erweiterung unseres eigenen Universums zu betrachten. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, könnten uns ausgeklügelte Methoden einen Einblick in die Existenz solcher Paralleluniversen ermöglichen, und es sind zwei Hauptansätze denkbar. Erstens könnten Experimente nach Anomalien in unserem eigenen Universum suchen, die auf das Eindringen von Teilchen oder Energie aus einem anderen Universum hinweisen würden. Zum Beispiel könnte der Nachweis von Teilchen, die nicht den Gesetzen der Physik, wie wir sie verstehen, entsprechen, auf einen extratemporalen oder extradimensionalen Ursprung hindeuten. Oder zum Beispiel Anomalien im kosmologischen diffusen Hintergrund oder in galaktischen Strukturen, die sich nicht durch unser aktuelles kosmologisches Modell erklären lassen. Ungewöhnliche Muster im kosmischen Mikrowellenhintergrund könnten die Narben von Kollisionen oder Interaktionen mit anderen Universen sein. Derzeit haben wir keine schlüssigen Beweise für die Existenz von Paralleluniversen. Unser derzeitiges Verständnis des Universums befindet sich noch in der Entwicklung und Lücken in unseren Theorien könnten durch neue Entdeckungen geschlossen werden, ohne auf Hypothesen über andere Realitäten zurückgreifen zu müssen. Mit anderen Worten, es ist möglich, dass unser Universum einzigartig ist und dass die Rätsel, die es aufgibt, einfach durch ein besseres Verständnis der physikalischen Gesetze gelöst werden können. Wenn es jedoch Multiversen gibt, könnte jede Version dieses Videos, das in unzähligen Paralleluniversen ausgestrahlt wird, eine andere Antwort auf die Frage bieten, ob wir allein sind. In einigen dieser Universen könnte der Beweis für die Existenz paralleler Welten bereits erbracht sein, während die Idee in anderen noch rein spekulativ sein könnte. Die Multiversum-Theorie stellt unsere Vorstellung von Singularität und Bedeutung in Frage. Sie besagt, dass unsere Realität nicht einzigartig ist und dass es unendlich viele Paralleluniversen gibt, in denen verschiedene Versionen von uns selbst unterschiedliche Leben führen. Wenn jede Entscheidung, die wir treffen, einen neuen Zweig der Realität schafft, in dem andere Versionen von uns selbst existieren, könnte dies darauf hindeuten, dass wir nicht so einzigartig sind, wie wir denken. Es ist eine Vision, in der die Einzigartigkeit jedes Einzelnen durch die Existenz alternativer Versionen von uns selbst in Paralleluniversen infrage gestellt wird. Jede Version bleibt jedoch aufgrund ihrer spezifischen Erfahrungen und Entscheidungen einzigartig. Das Multiversum ist eine faszinierende Theorie, die die Existenz mehrerer Universen parallel zu unserem eigenen vorschlägt, jedes mit seinen eigenen physikalischen Gesetzen und Anfangsbedingungen. Das Konzept des Multiversums ist jedoch nicht unumstritten. Es gibt viele Argumente gegen Multiversum-Theorien von Experten aus verschiedenen Bereichen. In den Naturwissenschaften verstehen viele Wissenschaftler das Konzept des Multiversums nicht vollständig. Ohne direkte empirische Beweise bleibt das Multiversum eine spekulative, sogar metaphysische Hypothese. Andere weisen auf die möglichen Auswirkungen auf unser Verständnis von Wissenschaft hin und stellen die Grenzen zwischen Wissenschaft und spekulativer Philosophie in Frage. Tatsächlich ist es derzeit unmöglich, die Existenz anderer Universen empirisch zu überprüfen, wodurch diese Möglichkeit hypothetischer ist als etablierte Theorien wie Relativitätstheorie und Quantenmechanik. Zwei wesentliche Kriterien bestimmen die Gültigkeit wissenschaftlicher Theorien: Überprüfbarkeit
und Erklärungsfähigkeit. Wissenschaftler, die Multiversum-Theorien ablehnen, argumentieren, dass sie nicht existieren, weil wir nicht in der Lage waren, ihre Existenz zu überprüfen. Die metaphysischen Argumente mögen zwar stichhaltig sein, aber eine unendliche Anzahl paralleler Realitäten auf dieser philosophischen Grundlage zu erfinden, scheint übertrieben. Die inflationäre Kosmologie hat eine solide empirische Grundlage und ist Teil der Standardansicht des Universums geworden. Inflation ist jedoch eher eine Klasse von Theorien als ein einzelnes Modell und ewige Inflation wird eher als Hindernis denn als triumphale Vorhersage angesehen. Wenn die beste Theorie zur Erklärung einer Gaswolke in der Andromeda-Galaxie die Existenz von 100 nicht beobachtbaren rosa Elefanten um den Stern Vega herum voraussetzt, könnte diese Theorie in der Tat problematisch sein. Die Ergebnisse des Planck-Satelliten zeigen auch, dass es keine Anziehung durch andere Blasenuniversen gibt. Wissenschaftler glauben, dass dies der Fall sein könnte, wenn es in der Nähe unseres Sonnensystems ein Multiversum gäbe. Die grundlegende Theorie der kosmologischen Konstante reicht nicht aus, um die Existenz von Multiversen zu beweisen. Wenn jede Möglichkeit in einem Paralleluniversum realisiert wird, wo ist dann die Grenze zwischen dem Realen und dem Potenziellen? Und wie können wir uns in einem solchen Szenario unserer eigenen Existenz sicher sein? Dies ist eher eine Lösung für die Probleme bestehender Theorien als eine Erklärung für ungeklärte Beobachtungen oder Daten. Obwohl diese verschiedenen Theorien auf die mögliche Existenz eines Multiversums hindeuten, haben wir derzeit keine Möglichkeit, sie experimentell zu überprüfen. Jede Theorie stützt sich stark auf die Definition, die Wissenschaftler der Zeit zuschreiben. Zunächst versuchten Guth und andere Forscher, mathematische Modelle für die ewige Inflation zu entwickeln und die Verteilung der Blasenuniversen als Funktion der Anzahl jeder Art von Blase in einem bestimmten Zeitintervall zu berechnen. Das Konzept der Unendlichkeit macht jedoch eine zuverlässige statistische Analyse unmöglich, sodass Berechnungen eines sich ewig ausdehnenden Multiversums auf einheitliche, quantitative Weise grundsätzlich nicht praktikabel sind. Tatsächlich stellt diese Unfähigkeit, genaue Berechnungen und Tests durchzuführen, das kritischste ungelöste Problem dar und führt zu zahlreichen Debatten über die Multiversum-Theorie. Unser derzeitiges Verständnis des Universums ist noch immer sehr begrenzt. Dank der jüngsten Fortschritte in Wissenschaft und Technologie sind wir jedoch besser gerüstet, um diese Fragen eingehender zu untersuchen und Geheimnisse zu lüften, die die konventionelle Urknalltheorie heute nicht erklären kann. Wir haben gerade gesehen, wie die verschiedenen Objekte in unserem Sonnensystem im Verhältnis zur Sonne angeordnet sind. Aber was wissen wir über unsere Position in der Milchstraße? A priori ist unsere Sonne weniger als 30.000 Lichtjahre von Sagittarius A-Stern entfernt, dem supermassiven schwarzen Loch, das mehr oder weniger die Mitte unserer galaktischen Scheibe markiert. Diese Entfernung ist nicht leicht zu bestimmen, denn um sie genau zu messen, müssten wir an Höhe gewinnen. Mit anderen Worten, uns aus unserer eigenen Galaxie herausbewegen. Doch das ist unmöglich. Lange Zeit wurde die Entfernung zwischen der Sonne und dem Schwarzen Loch auf 27.700 Lichtjahre geschätzt. Dann reduzierte das Gravity-Konsortium diese Entfernung auf 26.673 Lichtjahre. Es stellt sich jedoch heraus, dass unsere Sonne sogar noch näher an Sagittarius A-Stern ist. VERA, das große Teleskop der Sternwarte in Chile, mit seiner unglaublichen Auflösung von 10 Mikrosekunden Bogenlänge, mit der man theoretisch eine kleine Münze auf der Mondoberfläche erblicken könnte, hat bestätigt, dass unser Sonnensystem tatsächlich nur 25.800 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist.
Unsere Sonne braucht 225 bis 250 Millionen Jahre, um ein kosmisches Jahr zu vollenden. Das heißt, ihre volle Umlaufbahn um die Milchstraße. Dabei bewegt sie sich mit einer enormen Geschwindigkeit von etwa 828.000 Kilometern pro Stunde. Mit anderen Worten, unser Sonnensystem legt auf seiner Umlaufbahn in nur 90 Sekunden etwa 20.000 Kilometer zurück. Trotz dieser enormen Geschwindigkeit hat sie unsere Galaxie, die nach der Andromeda-Galaxie die größte Galaxie der lokalen Gruppe ist, seit ihrer Geburt 20 Mal vollständig umrundet. Unser Sonnensystem befindet sich in einem der Spiralarme der Galaxie, dem Orionarm, der auch als lokaler Arm bekannt ist und auf halbem Weg zwischen dem Rand und dem Zentrum der Milchstraße liegt. Dieser Arm erstreckt sich vom Sagittariusarm, einem der vier Hauptarme unserer Galaxie, nach außen. Diese Kartierung der Galaxie könnte jedoch durchaus in Frage gestellt werden. Untersuchungen, die mit dem Very Long Baseline Array Teleskopen der National Science Foundation durchgeführt wurden, legen nahe, dass der Arm des Orion größer sein könnte als bisher angenommen. Er sollte nicht länger als eine kleine, stachelige Region der Galaxie betrachtet werden, sondern als eine größere Struktur, wahrscheinlich ein Zweig des Perseus-Arms oder sogar ein unabhängiges Armsegment. Verglichen mit der Größe der Milchstraße, die auf mehrere 10.000 Lichtjahre geschätzt wird, mag unser Sonnensystem mit einem Durchmesser von etwa 20 Milliarden Kilometern, also rund 130 astronomischen Einheiten, extrem klein erscheinen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die 1977 gestartete NASA-Raumsonde Voyager 1 brauchte mehr als 30 Jahre, um den Rand der Heliosphäre zu erreichen, trotz einer Geschwindigkeit von bis zu 61.500 Kilometern pro Stunde. Die Heliosphäre markiert die Grenze, bis zu der sich das Sonnensystem der Erde bewegen kann. Sie markiert die Grenze, hinter der sich die Magnetfelder der Sonne auflösen. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Grenze unseres Sonnensystems an dem Punkt liegt, an dem der Gravitationseinfluss der Sonne aufhört, müsste Voyager 1 die Oortsche Wolke durchqueren, bevor sie den interstellaren Raum erreichen könnte. Unsere Sonne zieht zwar die Planeten und andere Objekte unseres Sonnensystems mit sich, aber die Funktionsweise des Kosmos ist viel komplexer, als wir gerade gesehen haben. Tatsächlich befindet sich alles im Weltraum, einschließlich unserer Galaxie, in ständiger Bewegung. Die Erde dreht sich um die Sonne, die wiederum die Milchstraße umkreist. Dieses galaktische Monster, dessen Durchmesser auf 120.000 Lichtjahre geschätzt wird, bewegt sich ebenfalls in der lokalen Gruppe, einer Ansammlung von Dutzenden von Galaxien, die sich mit fast 2,2 Millionen Kilometern pro Stunde bewegen. Im Zuge dieser unaufhörlichen Bewegungen werden einige benachbarte Galaxien allmählich von der Milchstraße aufgesogen. Mit 200 bis 400 Milliarden Sternen nimmt die Milchstraße zusätzlich zu denen, die sie erzeugt, neue Sterne auf. Ja, in der Milchstraße bilden sich regelmäßig neue Sterne, etwa 7 pro Jahr. Die dichteste Ansammlung von Sternen, Gas und Staub, befindet sich im Zentrum unserer Galaxie. In dieser galaktischen Ausbuchtung, die sich über Tausende von Lichtjahren erstreckt, stehen 10 Milliarden Sterne, meist alte, rote Riesen, dicht beieinander. Enge Sternbegegnungen sind daher besonders häufig und finden etwa alle 50.000 Jahre statt. Die individuellen Flugbahnen der einzelnen Sterne in der galaktischen Scheibe bringen sie manchmal nahe zusammen. Unser Sonnensystem ist da keine Ausnahme. Die letzte nahe Begegnung war vor etwa 70.000 Jahren. Ein Doppelsternsystem, der sogenannte Scholz-Stern, kam unserer Sonne bis auf 52.000 astronomische Einheiten nahe.
Das war das zweite Mal, dass er sich unserer Sonne näherte. Vor etwa 80.000 Jahren hatte er sich der Sonne bereits bis auf 66.000 bis 70.000 astronomischen Einheiten genähert und dabei die Oortsche Wolke und die Bahnen einiger Kometen und Asteroiden im Sonnensystem gestört. Dadurch wurden zahlreiche Objekte aus der Oortschen Wolke ausgestoßen, von denen einige mit unserer Erde kollidierten und große biologische Krisen auslösten, die zum Aussterben bestimmter Lebewesen führten. Glücklicherweise sind diese Begegnungen bisher weit genug entfernt geblieben, um noch schädlichere und zerstörerische Auswirkungen in unserem Planetensystem zu vermeiden. Es stellt sich also eine neue Frage. In welche Richtung bewegt sich unsere Sonne in unserer Galaxie? Wenn wir die Flugbahnen anderer Objekte vorhersagen können, ist die Flugbahn unserer Sonne entscheidend für die Vorhersage möglicher stellarer Annäherungen. Die Milchstraße, diese gigantische Balkenspiralgalaxie, beherbergt unser Sonnensystem in einem ihrer majestätischen Arme. Aufgrund seiner Lage könnte sich das Sonnensystem in der Mitte der Galaxie befinden, verglichen mit dem Äquator unserer Erde. Tatsächlich befindet sich unser System nur etwa 20 Lichtjahre über der äquatorialen Symmetrieebene der Galaxie. Viele aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Dicke der galaktischen Scheibe etwa 1000 Lichtjahre beträgt. Das bedeutet, dass unser Sonnensystem besonders nah am Äquator der Galaxie liegt. In diesem Bereich der Galaxiescheibe befindet sich der größte Teil des Gases und des Staubs. Daher werden hier auch die meisten neuen Sterne geboren. In einem friedlichen kosmischen Tanz setzt unsere Sonne unermüdlich ihre Reise fort. Im Gegensatz zu vielen anderen stellaren Objekten umkreist unser Stern das galaktische Zentrum in einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn. Ihre Elliptizität ist gering und wird auf nur 5% geschätzt. Darüber hinaus bewegt sich die Sonne in einem Winkel von etwa 60 Grad zur galaktischen Ebene durch die Galaxie. Diese Neigung gilt auch für die Planeten, die die Sonne umkreisen. Wenn wir also die Sonne und die Ebene, in der sie von allen Objekten des Sonnensystems umkreist wird, beobachten, sind sie alle um 60 Grad nach vorne geneigt, während sie durch die Milchstraße reisen. Auf den ersten Blick ähnelt unsere Bewegung durch den Weltraum einem Wirbel, was den Eindruck erweckt, dass wir uns langsam dem zentralen Wirbel der Milchstraße nähern, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Aber könnte es sein, dass diese Bewegung mehr ist als nur ein Wirbel? Die Schwerkraft bestimmt das Verhalten eines jeden kosmischen Objekts, vom kleinsten bis zum gigantischsten. Und da alles im Kosmos beweglich ist, ist es äußerst kompliziert, die Bewegung von Sternen und ihre Abstände zueinander zu bestimmen. Deshalb müssen wir einen Bezugsrahmen definieren, aus dem wir Schlussfolgerungen ziehen können. Der Massenschwerpunkt des Sonnensystems, auch Baryzentrum genannt, ist zum Beispiel der Bezugspunkt, um die Bewegungen der Planeten um uns herum zu beschreiben. Ganz so einfach sind die Dinge jedoch nicht. Denn so wie die Rotation der Erde die Bewegungen auf ihrer Oberfläche beeinflusst, werden die Bewegungen der Planeten auch dadurch beeinflusst, dass das Baryzentrum selbst einer Bewegung folgt, die von der Milchstraße erzeugt wird, die wiederum von der lokalen Gruppe beeinflusst wird, zu der sie gehört, und so weiter. Ja, die lokale Gruppe, so massiv sie auch ist, ist alles andere als isoliert. Und andere Galaxien oder Galaxienhaufen in ihrer Nähe ziehen uns an. Selbst die am weitesten entfernten Galaxiehaufen üben ihre Gravitationskraft aus und erzeugen zusätzliche Bewegungen, die sich wiederum auswirken. Auch die kosmischen Leerräume müssen berücksichtigt werden und können nicht ignoriert werden. Auch sie beeinflussen die Flugbahnen einzelner Objekte durch die Abstoßung durch die Schwerkraft. So übt eine Region des Kosmos, die sehr dicht an Materie oder Energie ist, eine anziehende Wirkung aus,
Während eine Region, die weniger dicht ist als eine andere, eine abstoßende Kraft erzeugt. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass die Sonne auf ihrer unendlichen Bahn keinen flachen Kreis zieht. Während sie sich durch die Galaxie bewegt, steigt und fällt sie in einer vertikalen Bewegung über die galaktische Scheibe und zieht dabei über Zeiträume von mehreren 10 Millionen Jahren immer wieder Wellen. Sie verhält sich wie ein Korken im Wasser, der mal innerhalb, mal außerhalb der Mittelebene unserer galaktischen Scheibe auftaucht. Jüngsten Schätzungen zufolge befindet sich die Sonne derzeit etwa 14 Lichtjahre über der Mittelebene der Galaxis. Sobald sie eine Höhe von etwa 300 Lichtjahren über der galaktischen Ebene erreicht hat, beginnt sie wieder ihren Abstieg durch die Mittelebene und landet auf der anderen Seite, bevor sie wieder aufsteigt und so weiter. Kann die unaufhörliche Bewegung der Sonne keine Auswirkungen auf ihre Umgebung haben? Nach Ansicht von Wissenschaftlern des Cardiff Center for Astrobiology in Wales könnten diese Sprünge durchaus einige der großen Veränderungen erklären, die unser Planet Erde bis heute durchgemacht hat. Nachdem sie ein Computermodell der Bewegung unseres Sonnensystems entwickelt hatten, konnte das Team in Cardiff bestätigen, dass unsere Sonne in der galaktischen Ebene auf- und abhüpft. Wenn unser Sonnensystem jedoch die dichteste Zone dieser Region der Galaxie durchquert, stören die Gravitationskräfte der umgebenden gigantischen Gas- und Staubwolken die Flugbahnen der Kometen und werfen sie aus ihren ursprünglichen Bahnen. Einige dieser Kometen stürzen dann in unser Sonnensystem und kollidieren sogar mit anderen Objekten, in einigen Fällen sogar mit der Erde. Darüber hinaus hat das Wissenschaftlerteam herausgefunden, dass unsere Sonne und ihre zahlreichen Satelliten die galaktische Ebene genau alle 35 bis 40 Millionen Jahre durchqueren. Diese Häufigkeit vervielfacht das Risiko eines Zusammenstoßes mit einem Kometen um das Zehnfache. Diese Hypothese scheint durch das Vorhandensein von Erdkratern bestätigt zu werden, die etwa alle 36 Millionen Jahre in großer Zahl auftauchen. Zumal diese Perioden des Kometenbeschusses mit den Massenaussterben zusammenfallen, die unser Planet erlebt hat. Man denke nur an das Massenaussterben der nicht-arvischen Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Anhand dieser Häufigkeit können wir vermuten, dass eine ganze Reihe von Kometen unseren schönen Planeten schon bald erreichen könnte. Aber wir sollten das nicht als apokalyptisch ansehen. Einige sehen sogar mögliche positive Auswirkungen. Für diese Gruppe von Forscherinnen und Forschern könnte genau diese Episode des Kometenbeschusses wesentlich zur Ausbreitung des Lebens weit über unsere Erde hinaus beigetragen haben. Sie vermuten nämlich, dass zum Zeitpunkt des tödlichen Einschlags irdische Trümmer, die Mikroorganismen enthalten, in den Weltraum und damit ins ganze Universum geschleudert worden sein könnten. Diese Theorie besagt, dass sich das Leben, das auf der Erde entstand, dank dieser Wechselwirkungen in einem galaktischen Ausmaß ausbreiten konnte. Was wäre, wenn die Eroberung des Weltraums auf diese völlig unwahrscheinliche Weise bereits begonnen hätte, ohne dass wir es wüssten? Und falls wir uns immer noch fragen, wo wir im Universum stehen. Seit den 1970er und 1980er Jahren haben Forscher festgestellt, dass sich unser gesamtes Sonnensystem in einer gigantischen kosmischen Struktur befindet, die etwa 10-mal weniger dicht ist als der Durchschnitt, nämlich in einer vakuumgefüllten Blase, die gemeinhin als lokale Blase bekannt ist. Die Idee für diese Struktur, die einen Durchmesser von 1000 Lichtjahren hat, geht auf eine einfache Beobachtung der Wissenschaftler zurück. In ihrem Inneren haben sich seit 14 Millionen Jahren keine Sterne mehr gebildet. Einige der Sterne im Inneren existierten bereits, während andere wahrscheinlich auf der Außenseite entstanden und dann in die Hülle eingedrungen sind, so wie es auch unsere Sonne getan hätte.
Viele Jahre lang hat die Existenz dieser Blase den Forschern große Rätsel aufgegeben. Aber jetzt wissen wir vielleicht, warum eine solche Blase in dieser Region des Weltraums entstanden ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Geschichte der lokalen Blase vor genau 14,4 Millionen Jahren mit der Entstehung von Sternen begann. Etwa 15 von ihnen lösten bei ihrem Verschwinden Supernovas aus. Die bei ihrer Explosion freigesetzte Energie drückte die interstellare Materie weg und bildete diese Blase, in der die Temperatur höher ist als außerhalb. Es wurde auch festgestellt, dass die interstellare Dichte niedriger ist als außerhalb dieser Struktur. Die Oberfläche dieser wachsenden Blase, die sich mit einer Geschwindigkeit von 6,7 Kilometern pro Sekunde, 23.400 Kilometern pro Stunde, ausdehnt, ist dicht mit Wasserstoff und Helium, was die Bildung von jungen Sternen in dieser Region des Weltraums ermöglicht. Heute befindet sich unser Sonnensystem genau in der Mitte dieser Blase. Aber das war nicht der Fall, als es entstand. Zur Zeit dieser spektakulären Supernovas war es weit genug entfernt. Dennoch führte ihr Weg sie vor fast 5 Millionen Jahren rein zufällig genau an diese Stelle in der Milchstraße. Aber diese Blase der Leere ist nichts Außergewöhnliches. Der Weltraum ist voll von solchen Blasen, die zur Bildung neuer Sterne und Planeten führen und die Gesamtform von Galaxien beeinflussen. In der Milchstraße gibt es noch viel mehr solcher Superbläschen. Aber welche Rolle spielen sie bei der Sternentstehung und ganz allgemein bei der Form von Galaxien? Durch die Kartierung dieser Blasen können die Wissenschaftler ihre Form, Größe und Lage bestimmen und, warum nicht, die Art ihrer Interaktion definieren. Genau das hat ein Team von Astronomen des Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics versucht, indem es die erste 3D-Karte des Magnetfelds dieser Superblase erstellt hat. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spielen Magnetfelder zweifellos eine wichtige Rolle bei allen möglichen astrophysikalischen Phänomenen. Durch die Kombination von Daten mehrerer Weltraummissionen, darunter auch Gaia, können Sie nun die Polarisation des Lichts in der Nähe unseres Sonnensystems beobachten. Die Polarisation, die von magnetisch ausgerichteten Staubteilchen erzeugt wird, ermöglicht es, die Ausrichtung des auf sie wirkenden Magnetfeldes festzustellen und so die Einflüsse von Magnetfeldern im Kosmos zu verstehen. All diese Wechselwirkungen führen manchmal zu engen Besuchen zwischen verschiedenen kosmischen Objekten. Der Halley'sche Komet ist eines der berühmtesten Beispiele. Er wird seit 600 vor Christus erwähnt und sein erstes aufgezeichnetes Erscheinen war in China. Später, während seines spektakulärsten Durchgangs im Jahr 837, wurde er in chinesischen, japanischen und europäischen Schriften beschrieben. Lange Zeit wurde der Halley'sche Komet für mehrere separate Objekte gehalten, da er immer wieder vorbeizog. Im Jahr 1705 veröffentlichte Edmund Halley ein Buch, in dem er behauptete, dass all diese aufeinanderfolgenden Kometen, die 1531, 1607 und 1682 beobachtet wurden, in Wirklichkeit ein einziger Komet waren. Er sagte dann voraus, dass er alle 76 Jahre wieder in unserer planetarischen Umgebung zu beobachten sein würde. 16 Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1758, hielt der Halley'sche Komet seinen Termin ein. Obwohl Edmund Halley seinen Triumph nicht miterleben konnte, schlug Nicolas Louis de Lacaille, der berühmte französische Astronom, vor, den Kometen Comet de Halley zu nennen. Dieses Objekt, dessen Kern aus einer Mischung aus Eis und Staubkörnern besteht, hat eine unregelmäßige Form mit einer Länge von 16 Kilometern und einer Breite von 8 Kilometern. Auf seiner zerklüfteten Oberfläche setzen Krater die Gase und den Staub frei, aus denen sich seine Haare und sein Schweif speisen, die während seiner Besuche, der letzte fand 1986 statt, unseren Nachthimmel markieren.
Wenn du bereits nachgerechnet hast, hast du wahrscheinlich geschätzt, dass er im Jahr 2061 erneut in unserer Nachbarschaft auftauchen wird. Dieser periodische Komet wird sich dann im Perihel seiner elliptischen Bahn befinden, was ihn nur 0,59 astronomische Einheiten näher an die Sonne bringt, während die Entfernung zum Aphel ihn 35,3 astronomische Einheiten weiter wegbringt. Während Kometen, die mehr oder weniger weit von unserer Sonne entfernt kreisen, uns regelmäßig besuchen, scheinen sich uns andere Objekte nur während einer einzigartigen und spektakulären Reise zu zeigen. Eine aktuelle Studie behauptet, dass viele interstellare Objekte, obwohl sie selten sind, wahrscheinlich in unser relativ altes Sonnensystem gelangt sind. Es ist auch möglich, dass einige dieser interstellaren Objekte eine Zeit lang von unserem Sonnensystem eingefangen wurden, als sie nur auf der Durchreise waren. Der gleichen Studie zufolge könnte es aber auch eine stabile Population interstellarer Objekte geben, die in der Nähe der Erde kreisen. Die Untersuchung dieser Objekte, die einen einzigartigen Mechanismus aufweisen, könnte die Möglichkeit bieten, die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen, einschließlich unseres eigenen, zu untersuchen. Zwei dieser interstellaren Objekte wurden kürzlich beobachtet. Oumuamua, der 2017 entdeckt wurde, und der Komet Borisov, dessen Existenz 2019 bestätigt wurde. Oumuamua ist das allererste interstellare Objekt in der Geschichte der Astronomie, das entdeckt wurde. Es wurde dank des Pan-STARRS-Teleskops auf Hawaii entdeckt und erhielt seinen Namen, weil Oumuamua in der hawaiianischen Sprache Bote bedeutet. Seine hyperbolische Flugbahn und seine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit beweisen, dass er tatsächlich von einem anderen Stern kommt und unser Sonnensystem zum ersten und einzigen Mal durchquert. Astronomen, die schon immer nach einem solchen Einfall Ausschau gehalten haben, waren von ihren Beobachtungen sehr überrascht. Eigentlich hatten sie erwartet, ein Objekt zu untersuchen, das wie ein Komet aus Eis und Staub besteht, das sich in einiger Entfernung von seinem Wirtsstern gebildet hat und daher bei Gravitationsstörungen leicht ausgestoßen wird. Aber ihre Ergebnisse ließen sie, gelinde gesagt, ratlos zurück. Asteroid? Komet? Oder etwas anderes? Zunächst einmal weist Oumuamua nicht die üblichen Merkmale eines Kometen auf. Das Objekt, das schätzungsweise 400 bis 800 Meter lang und 100 Meter breit ist, hat weder einen staubigen Schweif noch eine Koma, das heißt einen glänzenden Haarschopf, der seine Spur markiert. Diese Merkmale sind charakteristisch für Himmelsobjekte mit eisigen Kernen, die bei der Annäherung an die Sonne auftauen. Oumuamua fiel auch durch seine Helligkeit und die großen Helligkeitsschwankungen auf, die den Eindruck eines metallischen Objekts erweckten, das sich um sich selbst dreht. Darüber hinaus bewegt sich dieses Objekt, das durch sein längliches Aussehen einer riesigen, gewölbten Zigarre ähnelt, auf einer Bahn, die zu elliptisch ist, als dass die beobachtete Beschleunigung ausschließlich auf die Schwerkraft zurückzuführen wäre. Als sich Oumuamua unserer Sonne näherte und begann, sich in Richtung des Sternbilds Pegasus von ihr wegzubewegen, beschleunigte er auf mehr als 300.000 Kilometer pro Stunde und wich von seiner ursprünglichen Flugbahn ab. Diese Beschleunigung, die weder durch den Gravitationskick der Sonne noch durch ein Ausgasungsphänomen erklärt werden konnte, führte sogar zu Theorien, die die Vorstellungskraft einiger Astronomen übersteigen. Könnte es sich um ein außerirdisches Schiff handeln? Die Idee sorgte für Aufregung und verblüffte den ganzen Planeten. Doch seit 2019 ist der natürliche Ursprung dieses unwahrscheinlichen Objekts bestätigt. Der seltsame Besucher, der einem Asteroiden ähnelt, sich aber wie ein Komet verhält, hat nach zahlreichen Analysen der Forscherinnen und Forscher, die an diesem beunruhigenden Fall arbeiten, endlich einige seiner Geheimnisse preisgegeben.
Sie stellten fest, dass das Oumuamua-Objekt in der Tat mit dem Verhalten eines normalen interstellaren Kometen übereinstimmt, der jedoch erhebliche Veränderungen erfahren hat. Wie alle bisher bekannten Kometen besteht Oumuamua im Wesentlichen aus Gestein und Wassereis und wurde weit aus dem Schwerkraftbereich seines Sterns herausgeschleudert. Nachdem er wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Jahre im interstellaren Medium umhergezogen war, war er lange Zeit der kosmischen Strahlung ausgesetzt, deren hochenergetische Teilchen mehrere Dutzend Meter tief in sein Oberflächeneis eindrangen. Unter der Einwirkung dieser Strahlen hätte sich eine bestimmte Menge der vorhandenen Wasserteilchen in molekularen Wasserstoff umgewandelt. Letzterer, der im Eis des Objekts gefangen geblieben wäre, hätte sich dann bei einer Entfernung von nur 37 Millionen Kilometer zur Sonne in Gas verwandelt. Wenn dieses Gas von selbst entweicht, hätte es den Schub erzeugt, der bei der Beschleunigung von Oumuamua zu beobachten war. Allerdings ohne den Halo oder den Widerstand anderer Kometen. Nicht alle Wissenschaftler sind jedoch von dieser Erklärung überzeugt. Denn einige glauben nicht, dass ein Komet seiner spezifischen Eigenschaften beraubt werden kann. Könnte diese Ausnahme durch Oumuamuas geringe Größe erklärt werden? Zumindest sagen das einige Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zukünftige Beobachtungen durch das Vera C. Rubin-Teleskop in Chile, die 2025 beginnen sollen, werden neue Kometen innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems entdecken. Wenn die kleinsten von ihnen Anzeichen dafür zeigen, dass sie eingeschlossenen Wasserstoff freisetzen, ohne einen leuchtenden Schweif zu haben, dann kann diese Theorie bestätigt werden und Oumuamua wird definitiv nicht mehr als potenzieller Asteroid betrachtet werden. Das zweite interstellare Objekt, das untersucht wurde, war der Komet Borisov. Er wurde von dem Amateurastronomen Gennady Borisov am 30. August 2019 eingefangen. Anders als Oumuamua mit seinen rätselhaften Eigenschaften, wurde Borisov schnell als Komet identifiziert. Was macht ihn so besonders? Er ist der erste beobachtete Komet, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Außerdem vermuten die Astronomen, dass er nie in die Nähe eines Sterns gekommen ist und somit ein intakter Überrest der Gas- und Staubwolke ist, aus der er entstanden ist. Kurz gesagt, er ist der reinste Komet, der je untersucht wurde. Die Ausgasung, die bei seiner Annäherung an unsere Sonne beobachtet wurde, war mit Sicherheit die erste, die er in seiner gesamten Existenz erfahren hat. Doch Borisov ist kein gewöhnlicher Komet. Seine polarimetrische Beobachtung, die mit der unserer lokalen Kometen verglichen wurde, hat zu dem Schluss geführt, dass er polarimetrische Eigenschaften hat, die sich von denen unserer lokalen Kometen unterscheiden. Mit Ausnahme des Kometen Hale-Bopp. Letzterer, der zu unserem Sonnensystem gehört, hatte bereits als der intakteste Komet, der je beobachtet wurde, die Neugierde der Astronomen geweckt. Die Tatsache, dass sich diese beiden Kometen in ihrer Zusammensetzung bemerkenswert ähneln, deutet darauf hin, dass die Umgebung, in der sich Borisov gebildet hat, sich in ihrer Zusammensetzung nicht so sehr von der unterscheidet, in der sich unser Sonnensystem gebildet hat. Woher dieser Komet kam, bleibt jedoch ein Rätsel, das wahrscheinlich nie gelöst werden wird, da Borisov, der sich zurzeit in der Nähe des Saturns befindet, auf einer Einbahnstraße von unserem Sonnensystem wegfliegt. Unser Sonnensystem wird also von zahlreichen Eindringlingen besucht. Manche Objekte, die zum Sonnensystem gehören, sind aber genauso spannend. Das gilt besonders für den Kometen Ison, der im September 2012 entdeckt wurde, aber leider ein tragisches Ende nahm. Dieser Komet, der vor 4,5 Milliarden Jahren in der Gas- und Staubscheibe geboren wurde, die unsere gerade entstandene Sonne umgab, ist also ein Komet, der zu unserem Sonnensystem gehört. Milliarden Jahre lang überlebte er die zahllosen Kollisionen, die damals stattfanden, und bahnte sich seinen Weg durch alle möglichen verstreuten und chaotischen Objekte, bis er am Rande des Sonnensystems, in der Oortschen Wolke, Zuflucht fand. Doch dann,
Vor etwa 3 Millionen Jahren kam ein Stern nahe genug heran, um ihn durch seine Schwerkraft zu stören. Diese kleine Störung reichte aus, um sein Schicksal zu ändern und ihn geradewegs in die sichere Zerstörung zu führen. Der Komet, der auch als Komet des Jahrhunderts bezeichnet wird, kam am 28. November 2013 auf seiner Flugbahn bis auf 1,1 Millionen Kilometer an die Sonne heran. Sein Kern, mit einem geschätzten Durchmesser von weniger als einem Kilometer, konnte den gewaltigen Kräften des Sterns nicht standhalten. Ison löste sich buchstäblich auf. Die Beobachtung des Staubs im interplanetaren Raum, der bei dieser verhängnisvollen Annäherung entstand, sollte es der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch ermöglichen, einige der schmutzigen Geheimnisse von Ison zu lüften. Die Astronomen behalten auch ein anderes Objekt genau im Auge. Es handelt sich um 2023 KW2, einen Asteroiden, der am 6. Juni an der Erde vorbeigeschossen ist. Dieser riesige Asteroid, ein Mitglied der Apollo-Familie, der seit seiner Entdeckung am 16. April 2023 beobachtet wird, hätte einen zerstörerischen Einschlag haben können, wenn er mit der Erde zusammengestoßen wäre. Mit einem Durchmesser von 50 bis 111 Metern und einer Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern pro Stunde hielt er sich glücklicherweise in einer Entfernung von 4,53 Millionen Kilometer von unserem schönen Planeten fern. Dieser Asteroid, der die Sonne in 1124 Tagen umkreist, wird im Jahr 2189 wieder von der Erde aus zu sehen sein. Objekte dieser Art kreuzen regelmäßig unsere Flugbahn. Denn unser Sonnensystem ist übersät mit Asteroiden unterschiedlicher Größe, von denen die meisten zum Glück nur minimal sind. Einige gelten jedoch aufgrund ihrer Größe von mindestens 150 Metern und ihrer Umlaufbahn, die sie bis auf 7,5 Millionen Kilometer an die Erdumlaufbahn um die Sonne heranbringt, als potenziell gefährlich. Nach Angaben des Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, am Jet Propulsion Laboratory der NASA, das erdnahe Objekte verfolgt, haben sich 5 Asteroiden unserem Planeten erst kürzlich genähert. Einer von ihnen, der größte, war schätzungsweise 488 Meter lang. Noch wichtiger ist, dass er in einer Entfernung von nur 4,3 Millionen Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern pro Stunde an uns vorbeiflog. Dieses erdnahe Objekt der Riesenklasse, das uns zwischen dem 14. und 18. Juni 2023 streifte, wurde Asteroid 2020 DB5 genannt. Doch dieser Besuch war nicht der erste. Dieser Asteroid ist seit 1905 bereits 6-mal durch unsere planetarische Nachbarschaft geflogen. Sein letzter Besuch war am 23. Juni 1995. Es ist also davon auszugehen, dass er uns am 2. Mai 2048 wieder besuchen wird. Nach Angaben der NASA wurden bis heute nicht weniger als 472 Asteroiden dieses Typs mit einer Größe von mehr als 140 Metern entdeckt. Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist die Zählung jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Sie schätzen, dass es wahrscheinlich noch 15.000 Asteroiden zu finden gibt. Es bleibt abzuwarten, ob eines dieser Objekte, deren Flugbahnen heute nicht besorgniserregend erscheinen, eines Tages aus dem einen oder anderen Grund eine echte Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnte. Seit die Menschheit sich der Gefahren aus dem Weltraum bewusst ist, haben bestimmte außerirdische Objekte erhebliche planetarische und biologische Schäden verursacht. Wir haben gerade die Kometen erwähnt, die manchmal durch unser Sonnensystem fliegen und unsere Erde streifen. Aber was ist mit nahen Sternen? Könnte ein Stern nahe genug an uns herankommen, um unseren Planeten zu stören? Im Universum ist nichts in Stein gemeißelt.
Da sich unser Sonnensystem durch die Milchstraße bewegt, die sich ihrerseits durch den Kosmos bewegt, ist eine Annäherung unausweichlich. Die Flugbahnen der verschiedenen Sterne kreuzen sich unweigerlich, auch wenn die Entfernungen oft in Millionen oder Milliarden von Kilometern gemessen werden, und bringen sie manchmal mit unterschiedlichen Folgen näher zusammen. Selbst wenn die Sterne nicht zusammenstoßen, beeinflussen sie sich gegenseitig auf ihren eigenen Wegen. Damit ein Stern unser Sonnensystem beeinflusst, müsste er je nach seiner Masse und Geschwindigkeit fast 60 Milliarden Kilometer entfernt sein. In diesem Fall würde er die Oortsche Wolke, unser Reservoir an Kometen, stören. Dadurch würde sich die übliche Flugbahn von Kometen ändern, von denen einige bis in unser inneres Sonnensystem und damit auf unseren schönen Planeten Erde geschleudert werden könnten. Deshalb ist es wichtig, die Bewegung der Sterne in der Milchstraße zu verstehen. Von den mehr als 300.000 Sternen, die der ESA-Satellit Gaia vermessen hat, analysieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre engste Position zu unserer Sonne. Es stellt sich heraus, dass 97 von ihnen unserer Sonne in den nächsten Millionen Jahren näher kommen werden, und zwar bis auf 150 Milliarden Kilometer. Und 16 weitere auf 60 Milliarden Kilometer. Die berühmte Grenze, die für den Erhalt unseres Systems nicht überschritten werden darf. Ihren Schätzungen zufolge liegt die Gesamtbegegnungsrate bei etwa 550 Sternen pro Million Jahre in einem Radius von 150 Milliarden Kilometern. Und das über einen Zeitraum von 5 Millionen Jahren in der Vergangenheit oder Zukunft. Wir können also etwa alle 50.000 Jahre mit einer möglichen Begegnung rechnen. Das ist sehr beruhigend. Zumal es keine Hinweise darauf gibt, dass eine solch enge Begegnung zu kometenhaften Störungen in der Oortschen Wolke führt oder dass dieselben Kometen auf die inneren Regionen unseres Sonnensystems zusteuern. Daher ist es unmöglich zu wissen, ob die Erde jemals gefährdet sein wird oder nicht. Ein Stern hebt sich jedoch von den anderen ab. Es ist Gliese 710, der vor einigen Jahren vom Satelliten Hipparcos entdeckt wurde. Er rast auf unser Sonnensystem zu und wird voraussichtlich in etwas mehr als einer Million Jahren die Oortsche Wolke durchqueren. Ergänzende Daten, die vom Gaia-Satelliten gesammelt wurden, schätzen seinen Durchgang durch unsere unmittelbare Umgebung auf genau 1,35 Millionen Jahre. Seine Flugbahn innerhalb der Milchstraße führt ihn direkt auf das Zentrum unseres Sonnensystems zu. Dieser orangefarbene Zwergstern, der nur halb so groß ist wie unsere Sonne, wird in der Oortschen Wolke eine Gravitationsumwälzung verursachen. Es wird wahrscheinlich mehrere Millionen Jahre dauern, bis die Kometen, die sich dort in aller Ruhe versammelt haben, wieder zur Ruhe kommen. Dutzende von Kometen werden noch lange Zeit jedes Jahr mit bloßem Auge sichtbar sein. Während dieser Kometenschauer ein kosmisches Spektakel von großer Schönheit verspricht, ist zu befürchten, dass viele dieser Kometen kosmische Kollisionen verursachen und einige die Planeten unseres Sonnensystems erreichen werden. Auch die Erde könnte von einigen dieser im All verirrten Objekte mehrmals getroffen werden. Auf seiner Flugbahn wird Gliese 710 in einer Entfernung von nur 0,2 Lichtjahren oder 77 Lichttagen an unserer Sonne vorbeiziehen. Diese Entfernung mag überwältigend erscheinen, aber in Wirklichkeit ist sie in der Größenordnung des Universums extrem gering. Es ist unwahrscheinlich, dass der Vorbeiflug eines Sterns in einer so geringen Entfernung von unserer Sonne die wichtigsten Objekte des Sonnensystems stört. Die Struktur des Systems wird nicht bedroht und die Planeten werden ihre gewohnte Bewegung beibehalten. Dies ist das erste Mal seit Menschengedenken, dass ein Stern so nah an unserer Sonne vorbeizieht. Gliese 710, der bis dahin eine Helligkeit von minus 2,7 haben wird, wird so hell leuchten wie der Planet Mars, wenn er der Erde am nächsten ist. Zurzeit ist er noch 62 Lichtjahre entfernt.
und kann in Richtung des Sternbilds Schlange beobachtet werden. Obwohl sich in den kommenden Jahrtausenden wahrscheinlich weitere Sterne nähern werden, werden sie alle mindestens 3 Lichtjahre entfernt sein, was dich beruhigen sollte. Ja, enge Begegnungen zwischen Sternen sind in der Milchstraße keine Seltenheit. Der letzte Stern, der sich unserem Sonnensystem genähert hat, ist ein Zwerg mit einer Masse, die 15 Mal geringer ist als die der Sonne. Er zog vor fast 70.000 Jahren bis auf 0,82 Lichtjahre an unserem Stern vorbei. Aber aufgrund seiner geringen Masse wurde die Oortsche Wolke kaum gestört. Der nächste Stern, der sich der Sonne in etwas mehr als 3 Lichtjahren Entfernung nähert, ist Proxima Centauri. Ihm wird im kosmischen Maßstab Ross 248 folgen, der knapp 3 Lichtjahre entfernt ist, etwa 16.000 Jahre später, in etwa 36.000 Jahren. Da wir uns all der möglichen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen kosmischen Objekten, aber vor allem ihrer potenziell apokalyptischen Folgen bewusst werden, ist eine Frage in aller Munde. Ist es möglich, das Ende der Welt vorherzusagen? Oder zumindest das Verschwinden der Existenz, wie wir sie auf unserem blauen Planeten kennen? Seit den Anfängen der Menschheit haben Prophezeiungen das Ende der Zeiten vorausgesagt. Nicht weniger als 183 Weltuntergänge wurden von Verkündern aus allen Gesellschaftsschichten prophezeit. Und das allein seit dem Untergang des Römischen Reiches. Keine einzige Zivilisation ist von diesen tragischen Vorhersagen verschont geblieben, die sich zu unserem Glück alle als falsch erwiesen haben. Du erinnerst dich bestimmt an die Vorhersage, die Anlass für eine Reihe von Katastrophenfilmen war, darunter auch der berühmte Film 2012 oder The Day After Tomorrow. Einigen Orakeln zufolge wurde das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorausgesagt. Auch die Maya sagten für dieses Datum einen radikalen globalen Wandel voraus. Laut einem der ältesten Kalender dieser Zivilisation markiert die Wintersonnenwende 2012 tatsächlich das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen. Diese Zivilisation, für die Zeit von größter Bedeutung war, benutzte mehrere Kalender, darunter einen langen Kalender, der Anlass zu den berühmten Spekulationen über das Ende der Welt gab. Das äußerst präzise Kalendersystem der Maya basiert auf ihrem kosmogonischen Glauben, nachdem ihre Gottheiten die Welt ständig neu ordnen. Wenn es ihnen ermöglichte, die Schöpfungsperiode zu definieren, in der wir uns jetzt befinden, bedeuteten geschickte Berechnungen auf der Grundlage des Ursprungs dieses Zyklus von genau 5125 Jahren, dass das Ende des Zyklus dem 21. Dezember 2012 in unserem aktuellen Kalender entsprach. Doch diese zyklische Berechnung der Maya-Zeit, die im Wesentlichen auf der Beobachtung der Sterne beruhte, markierte lediglich das Ende eines ihrer Zyklen und damit den Beginn eines neuen. Während das Rätsel des Maya-Kalenders gelöst zu sein scheint, beschäftigt das Datum des 21. Dezember 2012 die Menschen schon lange. Einige haben daraus gefolgert, dass unser Sonnensystem wahrscheinlich genau an diesem Tag die galaktische Ebene durchquert hat. Aber was ist die Wahrheit? Wie du weißt, ist unsere Galaxie flach und rund wie eine Waffel. Tatsächlich bewegt sich unsere Sonne regelmäßig in und aus der galaktischen Ebene. Astronomen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, sind sich ziemlich sicher. Nicht nur, dass unser Sonnensystem diesen Bereich der Galaxie am 21. Dezember 2012 nicht durchquert hat, sondern wir bewegen uns sogar von der galaktischen Ebene weg. Nach ihren Schätzungen haben wir sie nicht nur vor etwa 3 Millionen Jahren zum letzten Mal durchquert, sondern werden dies auch in den nächsten 30 Millionen Jahren nicht mehr tun. Indem wir uns von der galaktischen Ebene entfernen, verringern wir auch das Risiko von Kollisionen.
Wenn sich unser Sonnensystem außerhalb der galaktischen Ebene befindet und sogar noch weiter von ihr entfernt ist, ist der Einfluss der galaktischen Gezeiten am schwächsten. Andererseits erhöht sich etwa alle 33 Millionen Jahre, wenn wir uns auf dem Höhepunkt ihres Einflusses befinden, der Strom der Kometen aus der Oortschen Wolke um das Vierfache. Dieser Einfluss hält sich jedoch in Grenzen, denn obwohl wir der galaktischen Ebene derzeit tatsächlich recht nahe sind, fand das letzte große Aussterbeereignis auf der Erde vor 66 Millionen Jahren statt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben daher, dass die vertikale Position der Sonne im Verhältnis zur galaktischen Ebene allein die bisherigen periodischen Aussterbeereignisse nicht erklären kann. Die Schuldigen sind zweifellos die Spiralarme, in denen sich eine große Anzahl von Molekülwolken, aber auch eine größere Konzentration von blauen Riesensternen befindet. Wenn unser Sonnensystem diese gigantischen Wolken durchquert, wirkt ihre Schwerkraft auf unsere Oortsche Wolke ein und stört sie erheblich. Vor allem die blauen Riesen, die sich als relativ kurzlebig erweisen, explodieren in dieser Zone heftig. Und wir wissen, welch verheerende Auswirkungen Supernovae auf nahegelegene Objekte haben können, selbst in großer Entfernung. Einige Forscher glauben sogar, dass sich unser Sonnensystem derzeit durch eine Supernova-Trümmerwolke bewegt. Zu diesem Schluss kam man nach der Analyse von Sedimentproben, die von unserem Meeresboden genommen wurden. Während seiner langen Reise kommt unser Sonnensystem regelmäßig mit interstellarer Materie in Berührung. Ein Teil dieser interstellaren Materie besteht aus radioaktiven Elementen, die bei Supernovas in den Weltraum geschleudert werden und sich dann auf anderen nahen Objekten wie Asteroiden ablagern oder in die Atmosphäre von Planeten wie der Erde gelangen. Nachdem sie sich auf ein ganz bestimmtes Isotop, Eisen 60, konzentriert hatten, das auf unserem Planeten nicht natürlich vorkommt, konnten sie feststellen, dass unser Planet in den letzten Millionen Jahren tatsächlich der ferne Zeuge verschiedener Supernova-Explosionen gewesen ist. Bei ihren zahlreichen Untersuchungen haben sie Spuren von Eisen 60 entdeckt, die sich vor etwa 2,5 Millionen Jahren auf der Oberfläche unseres Planeten abgelagert haben und wahrscheinlich weitere vor etwa 6 Millionen Jahren. Ihre Synthese lässt vermuten, dass die Erde in den letzten paar Millionen Jahren durch verschiedene Materiewolken gereist ist, die auf Supernovae zurückzuführen sind. Einige deutsche Forscher haben sogar berichtet, dass sich unser Sonnensystem seit mehreren Millionen Jahren durch eine dichtere Gas- und Staubwolke bewegt, deren Ursprung noch unbekannt ist. Dies ist die lokale interstellare Wolke. Eine andere Forschergruppe von der Technischen Universität München hat das Eisen-60-Isotop auch in Schneeproben aus der Antarktis nachgewiesen. Dabei handelt es sich jedoch nur um wenige Spuren. Nach Angaben der Wissenschaftler haben in den letzten 33 Jahrtausenden nur 60 Gramm Eisen-60-Sternenstaub die Erdoberfläche erreicht. Übrigens wurden Spuren dieses seltenen Isotops bereits in Mondbodenproben entdeckt, die von Astronauten auf mehreren Apollo-Missionen gesammelt und zur Erde zurückgebracht wurden. Wissenschaftler tun ihr Möglichstes, um herauszufinden, wie sich unser Sonnensystem verhält. Wenn sie sein Innenleben und seine zahlreichen Wechselwirkungen mit allen möglichen anderen kosmischen Objekten verstehen, können sie zukünftige Ereignisse vorhersehen. In zahlreichen Simulationen wird versucht zu bestimmen, wie sich die sonnennahen Planeten in den nächsten Milliarden Jahren verhalten werden. Einige sagen voraus, dass sich die Umlaufbahn des Merkurs so weit verlängern wird, dass sie die der Venus kreuzt, ohne das Planetensystem jedoch weiter zu stören. Wir können uns aber auch die katastrophalsten Szenarien vorstellen. Wenn Merkur die Bahnen der umliegenden Planeten stören würde, könnten wir mit schrecklichen Kollisionen rechnen, vielleicht sogar zwischen Erde und Mars. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2009 zeigt jedoch,
dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Merkur einfach von der Sonne absorbiert wird oder mit der Venus zusammenstößt. Laut dieser Studie besteht nur eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass Merkur in den nächsten 5 Milliarden Jahren in säkulare Resonanz mit Jupiter tritt und interplanetares Chaos verursacht. Wie alle anderen Sterne hat auch unsere Sonne eine begrenzte Lebensdauer. Deshalb wird sie in sehr ferner Zukunft große Veränderungen durchmachen. In 1 Milliarde Jahren wird sich die leuchtende Sonne, die die Wärme liefert, die unser Planet braucht, in einen roten Riesenstern verwandeln. Seine Größe wird dann um das 100-fache zunehmen und ein intensiver Sternwind wird dem Riesen einen Großteil seiner Masse entziehen. Schließlich wird nur noch ein winziger, heißer, extrem dichter, weißer Zwerg übrig bleiben, der nicht größer ist als die Erde. Die Auswirkungen auf das Planetensystem werden beträchtlich sein, um nicht zu sagen apokalyptisch. Besonders für das innere System. Mathematischen Modellen zufolge werden Merkur und Venus wahrscheinlich von dem Stern verschluckt werden, der dann zu einem Riesen wird. Die Erde, die als Gesteinsplanet etwas weiter entfernt ist als ihre Vorgänger, könnte diese Metamorphose überleben und weiterhin die Sonne umkreisen, die nun ein weißer Zwerg ist. Die Intensität des Zwergs wird unseren Planeten jedoch in ein Land verwandeln, das allen Lebensformen feindlich gegenübersteht. Diese Theorie basiert auf einer Studie eines internationalen Astronomenteams, das L2 Puppis beobachtet hat, einen alten Stern, der unserer Sonne am Ende ihres Lebens sehr ähnlich sein könnte. Vor 5 Milliarden Jahren war L2 Puppis ein fast perfekter Zwilling unserer Sonne. Heute hat er jedoch ein Drittel seiner Masse verloren. Eine zweite Quelle wurde fast 300 Millionen Kilometer von diesem Stern entfernt entdeckt. Seine relativ geringe Masse lässt vermuten, dass es sich entweder um einen Planeten oder einen kleinen braunen Zwerg handelt. Die Anwesenheit dieses planetenähnlichen Objekts in der Scheibe von L2 Puppis stellt eine große Chance für die Wissenschaftler dar. Die sorgfältige Untersuchung seines Verhaltens und seiner Wechselwirkungen mit dem Stern in den nächsten Jahren dürfte den Wissenschaftlern wertvolle Informationen liefern. Sie werden dann in der Lage sein, nicht nur die endgültige Entwicklung der Sonne zu bestimmen, sondern auch ihren Einfluss auf die Planeten des Sonnensystems. Die Frage ist, ob die Erde das Verschwinden unserer Sonne überleben wird oder nicht. Aber sehen wir uns einmal genauer an, wie die Planeten und insbesondere unsere Erde von dieser Metamorphose betroffen sein werden. Wir wissen, dass sich die Sonne sehr langsam erwärmt und dass sie 30% heller ist, als sie es kurz nach ihrer Entstehung war. Dieser Helligkeitszuwachs wird in den nächsten Millionen Jahren noch exponentiell zunehmen. Diese Erwärmung wird direkte Auswirkungen auf unseren Planeten haben. Das Leben auf der Erde braucht Wasser in flüssigem Zustand. Damit das Wasser auf der Planetenoberfläche so bleibt, wie es ist, muss ein gewisses Gleichgewicht zwischen ein- und ausgehender Energie herrschen, um angemessene Durchschnittstemperaturen zu erhalten. Leider wird dieses Gleichgewicht durch die zunehmende Sonneneinstrahlung stark beeinträchtigt. Und die Erde wird sich langsam aber sicher erwärmen. Die massive Verdunstung von Wasser wird einen noch nie dagewesenen Treibhauseffekt auslösen und die Oberfläche des Planeten weiter erwärmen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Ozeane vollständig verdampft sein, wodurch die Erde noch heißer wird. Innerhalb von 1 bis 2 Milliarden Jahren wird kein flüssiges Wasser mehr auf der Oberfläche des Planeten vorhanden sein. Unter diesen Bedingungen wird das Leben, wie wir es kennen, nicht mehr existieren können. Dann, in etwa 5 Milliarden Jahren, wird der Kern der Sonne keinen Wasserstoff mehr haben und zu einem roten Riesen anschwellen. Der Stern wird dann kälter sein als zuvor,
Aber seine Leuchtkraft wird, wie wir bereits gesehen haben, viel größer sein. Die bewohnbare Zone unseres Sonnensystems wird sich dann nach außen verschieben und Jupiter und Saturn einschließen. Die Bahnen der inneren Planeten werden so stark gestört, dass sie direkt auf den zerstörerischen Sternen zufliegen. Da die Schwerkraft der Sonne immer schwächer wird, werden sich die Bahnen der äußeren Planeten auf natürliche Weise ausdehnen. Unsere Sonne, die jetzt ein roter Riese ist, wird sich bis zu dem Punkt ausdehnen, an dem sie so weit reicht wie die aktuelle Umlaufbahn der Erde. Was wird dann aus unserem schönen Planeten? Wird er am Ende seines Lebens von diesem Stern verschluckt werden, nachdem er völlig verbrannt ist? Oder wird er eine weiter entfernte Umlaufbahn erreichen? Noch kann niemand behaupten, die Antwort zu kennen. Die Sonne wird ihre Metamorphose fortsetzen. Ihr Kern wird sich zusammenziehen, bis Druck und Temperatur das Helium zum Schmelzen bringen. Nach ein paar Blitzen wird nur noch der Kern übrig sein. In etwa 7 Milliarden Jahren wird die Sonne zu einem kleinen, weißen Zwerg geworden sein, der sich langsam abkühlt. Sie wird fast 40% ihrer heutigen Masse verloren haben. Das Planetensystem wird sich in seiner Größe verdoppelt haben. Aber wie wir gerade gesehen haben, werden einige Planeten von der Landkarte verschwunden sein. Die Umlaufbahn des Neptun wird nicht mehr bei 30, sondern bei 55 astronomischen Einheiten liegen und damit die neue äußere Grenze des Planetensystems markieren. Es ist leicht vorstellbar, dass diese neue Anordnung der Planeten endlich friedlich sein wird. Der innere, chaotische Teil des Sonnensystems wird von der Sonne absorbiert. Und die verbleibenden Planeten werden auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn kreisen. Ja, aber für wie lange? Neptun, der bis dahin wahrscheinlich 55 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein wird, könnte einen Gravitationsstoß erleiden, der ihn für immer aus unserem Planetensystem entfernen würde. Damit das passiert, müsste ein anderer Stern innerhalb von 500 astronomischen Einheiten vorbeiziehen. Wenn sich dieser Stern bis auf 200 astronomische Einheiten nähert, könnte er sogar einen erheblichen Einfluss auf die übrigen Planeten haben. In vielen Simulationen könnte der Jupiter der letzte Planet in unserem Sonnensystem sein, während die anderen in den interstellaren Raum geschleudert werden und für immer Wanderplaneten bleiben. Wir können auch nicht ausschließen, dass Jupiter ein paar Milliarden Jahre später das gleiche Schicksal erleidet wie seine früheren Gefährten. Der nahe Vorbeiflug eines anderen Sterns ist nicht unwahrscheinlich. Der Countdown läuft. Und das schon seit dem Erscheinen der Sonne. Auch wenn es schwer zu begreifen ist, dass Sterne nicht ewig sind, hat jeder Stern eine begrenzte Lebensdauer und unsere Sonne wird, wie alle anderen auch, ihrem Schicksal nicht entgehen. Zu unserem Glück wird dieser fatale Ausgang erst nach einem langen, langen Umwandlungsprozess eintreten. Bis dahin setzt unser Sonnensystem seinen kosmischen Walzer durch die Milchstraße fort, begleitet von einer außergewöhnlichen Anzahl galaktischer Objekte, von denen eines gewaltiger ist als das andere. Unser Sternenhimmel, der in eine sanfte Wärme getaucht ist, hat noch ein paar hundert Millionen Jahre vor sich. Glaubst du, dass die Menschheit diese fernen Zeiten noch erleben wird? Und wenn ja, werden wir die Herausforderung, die wir uns bereits gestellt haben, erfolgreich bewältigt haben? Andere bewohnbare Regionen im Weltraum zu entdecken, die jetzt in Reichweite sind.